Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Der Countdown läuft, würde ich mal sagen. Die letzten blauen Stunden überhaupt laufen, in diesem Jahr aber auch generell. Denn es geht ja Ende des Jahres zu Ende, Ende Oktober, November, soweit ich weiß. Ende November geht es zu Ende und bis dahin haben wir noch ein paar Folgen der Blauen Stunde vor uns. Und wir haben uns ja in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr nach dem Abgang von Jürgen König und dem Zugang von Bent Erik Scholz angewöhnt, Dreier, also flotte Dreier zu fahren. Drei Männer, drei Boote und ein Kapitän, drei Kapitänen und ein... Drei Mann auf einem Boot. Joachim Kuhlenkampf, Walter Giller und Heinz Erhardt. Richtig. Das sind wir hier, das sind wir, drei Männer, das sind wir. Jürgen, Bent und ich und Benny der Hund. Das ist, glaube ich, für Freunde, oder? Ja, genau. So, und jetzt muss ich aber vorweg was sagen. Wir haben schwierige Zeiten nach diesem wirklich grausamen Angriff auf Israel durch die Hamas. Haben wir zunächst überlegt, ob wir eine solche Sendung hier machen können. Und wir haben aber gesagt, ja, wir müssen sie sogar machen, weil wir dürfen uns das Leben, den Alltag nicht vermiesen lassen. Oder was heißt vermiesen lassen? Wir können Anteil, wir müssen Anteil nehmen, aber wir müssen auch weiterleben. Und deswegen machen wir heute hier eine Sendung, die thematisch damit nichts zu tun hat. Ich hoffe, das ist okay. Ist das für euch beide auch okay? Ich denke schon. Ja, ich bin ja dann wohl Heinz Erhardt in unserem Dreierteam und der Heinz hat ja alles gemacht, glaube ich. Gut, der war ja immer schon Fernsehprostituierter. Hallo erstmal, ihr beiden hübschen Schnuckis. Hallo. Ja, Tag. Tag. Moin. Bent Erik Scholz und Jürgen König sind im Studio mit mir in Potsdam. Und Bent, du hast eine Idee gehabt für ein Thema, über das wir heute sprechen können. Welche Idee war das? Ja, meine Idee war das Thema Humor, weil das wieder was ist, was sich mit Generationen verbindet. Und ich glaube, das ist spannend, wenn wir da mal so uns drüber austauschen, was so uns jeweils geprägt hat. Gut, das tun wir. Und dann können wir auch direkt anfangen. Hast du den Film gesehen? Drei Männer und ein Boot? Nee, ich habe ein paar der anderen Heinz Erhardt-Filme gesehen, aber den habe ich, glaube ich, zumindest nicht komplett gesehen. Hast du den gesehen, Jürgen? Wahrscheinlich, aber angesichts meines hohen Alters und dem langen Zeitraum, der da inzwischen vergangen ist, weiß ich es nicht mehr. Ich habe diverse Heinz Erhardt-Filme gesehen. Manche fand ich damals schon nicht lustig. Und jetzt ist der Humor von Heinz Erhardt, der ist, glaube ich, jetzt wirklich durch inzwischen, oder? Ja. Auch Johann König macht das immer noch. Also Johann König ist so eine Art moderner Heinz Erhardt. Ja, aber der schmunzelt verschmitzt dabei und hat damit sozusagen eine Zwischenebene in seinen Humor eingezogen, den Heinz Erhardt nicht hatte. Ja, und vor allem Heinz Erhardt war ja auch inhaltlich dann oft sehr banal. Ne? Das ist ja Johann König nicht unbedingt. Der ist dann auch schon ein bisschen bissiger. Naja, ich würde sagen, der ist auch banal inhaltlich, oder? Finde ich nicht. Also so von dem, was ich von ihm beobachte, da ist man, manchmal ein bisschen ein Müh-edgier. Na, nächstes Jahr spielen wir zusammen die Clubmeisterschaft, haben wir beschlossen. Ui. Tennis. Wir werden das Comedy-Doppel in unserem Club sein und wir werden den Titel holen. Schöne Grüße an Johann König. Also wir reden über Humor. Ja, was ist Humor? Gab es zu deiner Zeit, Jürgen, Comedy, den Begriff? Der Begriff Comedy kam erst später, glaube ich, in den 70ern oder frühen 80ern. Später noch, oder? Oder sogar noch später. Damals hat man diese Leute als Humoristen bezeichnet. Mhm. Mhm. Und Komiker war so. Und auch, Komiker, ne? War noch, ja. Ulknudel. Ulknudel, ja. Ja, Ulknudel ist sehr lustig. Gaukler ist auch schön. Aber ja, Gaukler hat das was damit, ja. Das ist aber ein bisschen Mittelalter, das ist ja, ja ein bisschen noch länger her. Aber Ulknudel ist fantastisch. Wer war denn eine Ulknudel? Also ich weiß, Elisabeth Volkmann war eine Ulknudel, die Ingrid Steger war eine, die waren ja bei Klimbim zusammen. Ja, das war, stell dir mal vor, Klimbim würde heute gedreht werden. Würde nicht gehen. Da würde keine einzige Sekunde mehr von laufen, nee, glaube ich. Nee, das würde nicht gehen. War der Produzent von Klimbim, war das Michael Pfleghaar? Ich glaube ja, ne?
Den kenne ich nicht mal namentlich, muss ich ehrlich sagen. Na, Klimbim war ja immer so ein, man würde sagen, frivol. Ingrid Steeger zeigte auch schon mal ihre Brüste. Ja, das war übrigens der einzige Grund, warum mein Vater sich das damals angeguckt hat. Ja, ich habe das auch als Kind nie verstanden, diese Mischung. Also ich habe diese Mischung, die zeigt ihre Brüste und es ist lustig. Ja. Die hat bei mir Befremden ausgelöst. Das ist so ein bisschen das Tutti-Frutti-Ding, ne? Das kam später. Ja, das kam viel später, das war 90er. Aber Tutti Frutti war keine Comedy-Show. Nee, das war eine Spielshow, die niemand verstanden hat, aber es gab Brüste. Übrigens inklusive des Moderators. Ich habe neulich wieder ein Interview mit ihm gesehen, wo er selber sagte, er weiß die Regeln, er kann da keine Regeln erklären, er weiß die nicht. Naja, das Problem war ja eigentlich ist das System ja gar nicht so kompliziert. Das Problem war halt die Umrechnung. Die haben das halt in dem italienischen Studio gedreht und der Computer war auf Lira eingestellt. Dementsprechend vergab er nicht einen Punkt, sondern 10.000. Ah. Also lass zurückgehen in der Zeit. Was war das erste, Jürgen, worüber du gelacht hast? Kannst du dich daran erinnern? Ja, na sicher. Als Kind natürlich über die Stummfilme von Laurel und Hardy oder wie es ja in Deutschland Dick und Doof hieß. Mhm. Würde jetzt heutzutage auf uns beide passen und wir sagen nicht, wer ist. Ja. Um gleich diesem Witz von dir vorzubeugen. Dick und Dick wäre bei uns, glaube ich, eher wichtiger. Dick und Dick, doof und doof würde aber auch gehen. Beides. Das waren so die ersten Sachen, ja. Und dann Charlie Chaplin war ja schon doch anspruchsvollerer Humor, bis ernsthaft dann zum Schluss, was ich heute noch bewundernswert finde, die Entwicklung, die er genommen hat. Und dann gab es dann noch diesen einen, wie hieß denn der immer nur traurig war. Buster Keaton, ja. Mhm. Das war sozusagen mein Erstkontakt mit Humor. Und dann die frivolen Sprüche von Tegtmeier. Ja, aber warte, bevor du jetzt durchgaloppierst, bleiben wir doch nochmal da. Ja. Die Schwarz-Weiß-Filme. Aber davor gab es als Kind nicht noch etwas? Also bei mir war es das Kasperle-Theater. Ja, da kann ich relaten, wir junge Leute sagen. Wo hast du Kasperle-Theater gesehen, Bent? Das ist ja ganz unterschiedlich, ne? Es gibt ja, wie es auch Zirkus gibt, der irgendwie durch die Länder zieht und hier und da mal sein Zelt aufschlägt. Gab es das früher, glaube ich, vermehrt auch noch, gab es das auch mit Kasperle-Theater. Mhm. Da saß ich dann immer in so schlecht klimatisierten Zelten, musste meine Eltern immer mitschleppen, weil ich war ja noch klein. Meine Mutter hat sich da immer Blasenentzündungen geholt. Mhm. Und dann habe ich das da halt mir so angeguckt und fand das toll. Ich hatte auch selber, hattest du auch selber Handpuppen? Ja, hatte ich. Meine Oma hatte mir ganz, ganz liebenswert auch so, also einen Vorhang gemacht. Die hatte mir so einen Vorhang gebastelt und dann habe ich immer mir selber so mit diesen Puppen da was vorgespielt. Konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Kanntest du Kasperle-Theater, Jürgen? Ich hatte sogar eins zum Aufstellen und diverse Kasperle-Puppen und im Pioniernachmittag in der Schule, heute würde man sagen Grundschule, haben wir sogar selber Kasperle-Puppen gebastelt und zwar den Kopf aus wie nennt man das? Pappmaché, ja. Also wir haben Zeitungen eingeweicht und mit Leim durchtränkt und dann konnte man daraus Köpfe formen und da habe ich, weiß ich noch, einen Teufel gebaut. Ich bin heute übrigens durch Bayern gefahren auf dem Weg hierhin und da hingen überall noch die Bilder von Markus Söder. Und ist ich ja auch irgendwie Kasperle, ne? Ja, ich habe gedacht, der sieht aus wie der Teufel in Kasperle-Figuren. Stimmt. Ne? Wenn er so die Augenbraue hochzieht, sieht er aus wie der Teufel der Kasperle. Diese in Falten gelegte Stirn. Ja. Also was war denn lustig bei Kasperle? Lustig war diese repetitiven Witze, ne? Also der Kasperle haut dem Krokodil auf den Kopf. Ja, wichtig. Und das Krokodil sagt, aua, und boff, aua, boff, aua, du bist böse, 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 basch, 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 basch. So, das ist das, worüber man als Kind gelacht hat, oder? Und auf der anderen Seite hat es ja auch immer dieses inhärent auch irgendwie Rebellische gehabt, ne? Könnte man jetzt in der Analyse sagen. Weil meistens war der Polizist ja ein Idiot. Ja, Herr Dimpfelmoser. Es gab aber auch den erzieherischen Aspekt, nämlich die Großmutter, die immer zur Vernunft aufrief, die sozusagen die Konflikte letztlich gelöst hat. Mhm. Das war Großmutter. Und unheimlich lustig waren immer die Momente, wo hinter dem Rücken von jemandem etwas passierte. Ja, und dann immer also, das Publikum rum, also die Kinder dann so schon so, guck mal da. So das böse Krokodil kam, oh ja, jetzt haben wir so und alle, nein, da kommt das Krokodil, da kommt das Krokodil. Und dann zack, und dann passierte was. Ne? Wollen wir mal Musik machen? Ja, machen wir mal Musik. Thematisch mit Humor verbunden? Ja, habe ich wieder ein paar Songs rausgesucht. BMX Bandits aus den 90ern. Ich glaube, das war in Belgien. I'll Keep on Joking heißt der Song. Let's go.
La 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 la. So, das ist doch wunderbar. Schotten sind's, ne? Ja, sind Schotten, keine Belgier, sorry. Nicht Belgier. Wir reden in der Blauen Stunde über Humor und wollen das chronologisch aufarbeiten. Bis zum heutigen Tage, wo wir feststellen werden, wie ich mal annehme, dass sich das Humorverständnis geändert hat, ob zum Besseren oder zum Schlechteren, das werden wir noch sehen. Dann kamen diese Filme, von denen Jürgen eben gesprochen hat, die Schwarz-Weiß-Filme. Welche kennst du davon, Ben? Also ich kenne so ein paar der Dick-und-Doof-Dinger auch. Charlie Chaplin habe ich, also City Lights, Lichter der Großstadt habe ich gesehen. Hatte immer so ein bisschen Angst vor dieser Szene, wo er durch diese Maschine gefüttert wird. Und natürlich Der große Diktator. Ist das der Film mit der Maschine, ja? Ne? Ja, Lichter der Großstadt ist, wo er durchdreht und dann in dieses Radwerk. Ja, und dann mit einem Schraubenzieher den Leuten an die Nippel geht. Den Frauen, ja. Genau. Nicht nur den Frauen, auch den Männern. Okay, okay. Ja. Okay. Also das fand ich immer so ein bisschen verstörend. Ich habe dann später nochmal, viele Jahre später nochmal so, es gab ja dann eine Weile lang auch diese Sendung Väter der Klamotte. Wo dann teilweise, so Auszüge, ne? Ja, wo dann diese Stummfilme teilweise nochmal ausgegraben gesprochen wurden. Gesprochen von Hans-Dieter Hüsch. Ja, übrigens. Genau, das wollte ich gerade sagen. Kommentiert von Hans-Dieter Hüsch, und die Geschichte ist ja da wohl so, dass der sich das gar nicht vorher vorbereitet hat, sondern der ist da reingegangen und hat gesagt, ich probe das jetzt mal, spielt das mal ab. Hat dann da so irgendwie einmal durchimprovisiert und hat gesagt, so, ich wäre fertig, wir können anfangen. Und da sagten die Kollegen vom Ton, ja, wir sind auch fertig, wir machen Feierabend. Und das ist also alles praktisch komplett aus dem Nichts entstanden. Und das ist schon spektakulär. Aber ja, das ist so diese Stummfilm-Connection, die ich habe. Gab es DDR-spezifischen Humor, Jürgen, bei dir in der Kita? Ja, natürlich. Also klar, Flaggschiff, Herricht und Preil. Ja. Kenne ich gar nicht. Herricht und Preil ist fantastisch. Sehr, woher kennst du das denn schon wieder? Das haben wir irgendwann mal in der Schule, haben wir mal so ein Theaterprojekt zum Thema Missverständnisse gemacht. Und da bietet sich ja nichts besser an als dieser sehr sprachbasiert dialogische Humor von Herricht und Preil. Der halt wirklich ganz, ganz sprachfixiert ist, und ich habe dann da zusammen mit meinem besten Freund, haben wir einen Herricht und Preil-Sketch auswendig gelernt und aufgeführt. Aha, und das hat großen Spaß gemacht. Erklär mal, was Herricht und Preil ist. Rolf Herricht war sozusagen der wortgewandte Trottel, der machte immer den Dümmlichen, und Preil, wie hieß denn der mit Vornamen, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas mit H, glaube ich. Hermann? Nee. Egal. Ja. Preil war sozusagen Hans-Joachim, glaube ich. Hans-Joachim Preil, das kann sein, ja. Der war jedenfalls der Alleswisser, der Korrektur, der immer korrigiert hat, der lenkend eingegriffen hat, der Verzweifelte an der Dummheit von Herricht. Also der kluge Clown und der dumme Clown. Genau, und das Ganze war wirklich relativ, wirklich witzig. Kann ich sogar heute noch drüber schmunzeln, jetzt nicht mehr lachen, aber früher war das kommt schon, das aus der Commedia dell'arte, diese Rollenverteilung? Ich glaube schon, ne? Der Arlecchino ist der mit dem Hut, der im Zirkus auch. Im Zirkus gibt es das doch auch. Da ist dieser eine immer mit diesem spitzen Hut. Ja, der weiße Clown, oder? Der weiße Clown, der aber ernst ist, der nichts Lustiges macht. Ja. Und dann der dumme Clown, der immer alles kaputt macht. Ja, aber die waren natürlich, rein optisch waren es normale DDR-Bürger. Das waren die hatten keine Kostüme an, sondern Anzüge. Gab es Karneval bei euch, Jürgen, so wie bei uns in Köln oder im Rheinland? Also als Berliner lehne ich Karneval grundsätzlich ab, muss ich an der Stelle nochmal betonen. Ich auch. Und ob es in Meiningen und Cottbus, ob es da zu DDR-Zeiten Karneval gab, entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Aber es ist schon möglich, dass es so in kleinen Gegenden schon Karneval gab in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob er Karneval hieß, aber es gab ihn. Also es gab bei uns halt diesen Kinderfasching, ne? Aber das war halt so, das war einfach nur, dass wir uns dann verkleidet haben und irgendwelche Spielchen im Kindergarten gespielt haben. Ja, aber du bist ja in der wiedervereinigten BRD. Ist es eigentlich noch die BRD? Ich weiß gar nicht. Die Bundesrepublik. Ja, da bist du in der wiedervereinigten Bundesrepublik aufgewachsen. Und da Cottbus ist, glaube ich, eine Karnevalshochburg. Ja, das sagte ich gerade. Und da gab es ja auch den Karneval dann schon, den übergreifenden Karneval. Der übergriffige Karneval, den gab es dann bei uns eher in Köln. da fällt mir nämlich dies eine ein, ich weiß nicht, war das aus der DDR? Der Typ, der sagte bla bla bla, Sieg, Sieg, und dann, oder sagt der Heil? Nee, Sieg. Er sagt so zicke, zacke, heu, richtig, heu. Genau. Und dann genau. So macht er noch so ein paar andere Sprüche, und dann ruft er Sieg, und dann ruft das Publikum Heil. Genau, aber das ist ein westdeutscher Karnevalist. Das war mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Wisst ihr, wie der Karnevalspräsident von Mainz hieß? Wenn du das so ankündigst, hat er bestimmt irgendwie einen Nazi-Namen. Nee. Konrad Adenauer, weiß ich, keine Ahnung. Ernst Neger.
Ernsthaft? Oh. Ja, Ernst Neger war der Präsident des Mainzer Karnevalvereins. Und die Sitzung in Mainz hieß Mainz, wie es singt und lacht. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Und in Köln, die hieß, die hatte, glaube ich, immer neue Motto. Kölle Alaf oder so? Nee. Kölle Alaf, irgendwie kann sein. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch eine Kindheitserinnerung von mir. Die Schwarz-Weiß-Filme fand ich immer, ehrlich, auch ein bisschen düster. Also Buster Keaton konnte ich gar nicht drüber lachen. Wie hieß der andere, der an der Uhr hängt? Harry, Harold... War das nicht auch Buster Keaton, der an dem Uhrzeiger hing? Nee, der mit der Nickelbrille. Ganz bekannter. Scheiß die Wand an, wie hieß der? Kommen wir drauf. Harold, ich glaube Harold noch was. Fand ich nicht lustig. Ich fand auch Charlie Chaplin nicht lustig. Ich fand Charlie Chaplin unheimlich oft traurig. Ja, ich fand, das hatte auch oft immer so, ja, es hatte oft eine Trage und es hatte auch oft irgendwie was Unheimliches. Ja. Ich denke aber, dass das Absicht war. Der wollte nicht einfach nur sturzlustig sein und dumme Scherze machen. Er hatte schon immer eine Botschaft, glaube ich. Ja, so Slapstick gab es schon, ne? Kennt ihr den, heißt der Zirkus? Wo er diesen ahnungslosen Obdachlosen spielt, der engagiert wird in einem Zirkus, weil er nicht merkt, dass der Esel, der ihn immer verfolgt durch die Manege, dass diese Szene das Publikum so belustigt, dass der Direktor ihn anstellt und er dann immer wieder von diesem Esel durch die Manege gejagt wird, bis er merkt, dass er eigentlich der heimliche Star ist, dieses Zirkuses. Den Film habe ich... Nee, ich glaube, der heißt... Nicht. Oder The Artist heißt er. The Artist heißt er auf Englisch. Mhm. Mensch, aber wie heißt der mit Harold... ich komme nicht drauf. Egal. Französischer Humor. Louis de Funès. Als Kind habe ich mich weggeworfen. Ich weiß noch, Balduin der Trockenschwimmer lief bei uns im Kino. Da war ich, glaube ich, 4-mal und konnte mich nicht einkriegen. Heute, wenn ich denselben Film heute sehe, sitze ich mit einer gewissen Fassungslosigkeit vor dem Fernseher oder vor dem Bildschirm und denke, was ist denn, wo ist es dann? Das ist eigentlich nur anstrengend. Albern. Ja, albern, alles Slapstick und dieser durchgeknallte Louis de Funès. Und die Synchro, ganz schrecklich. Es ist sehr, sehr laut. Ich habe Louis de Funès selber nicht gesehen, aber ich finde, also diese Filmtitel sind ja teilweise auch schon gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, mein Liebling ist Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Da muss auch jemand gekifft haben, wie sonst was. Oder der Gendarme von Saint-Tropez. Dann kommen wir schon fast in die Pubertät. Da gab es ja diese Kultfilme. Das Ensemble immer wenn wir hier zusammen sind, kommen die Gedächtnislücken. Monty Python. Das Leben des Brian. Ja. Aber es gab einen anderen Film, den wir gefeiert haben als Kultfilm. Kentucky Fried Movie. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Ich habe von dem schon mal gehört. Den habe ich auch schon mal gesehen. Katholische Mädchen in Not. Ja, ich habe den mal gesehen, ja, aber ich weiß nur, dass ich den, glaube ich, gut fand, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist ein Episodenfilm. Ja. Sehr, sehr wild. Könnte man heute gar nicht mehr machen mit diesem Stuntman, der dann in eine Gruppe von Schwarzen geht und das N-Wort schreit. Der härteste Stuntman der Welt. Und da geht er dahin, zieht einen Helm an, stellt sich dazwischen und schreit dann halt das N-Wort. Ja. Wir haben uns weggeschmissen vor Lachen. Das war ein absoluter Kultfilm. Aber französischer Humor war ja auch der große Blonde mit dem Schwarzen. Oh, das habe ich gehasst. Wie hieß der wieder? Pierre Richard, ne? Pierre Richard, ja. Habe ich nie geguckt. Hast du geguckt? Habe ich geguckt und fand ich damals lustig, heute fassungslos. Mhm. Und was an lustigen Filmen in der DDR Kult war und auf dem MDR laufen die auch eigentlich täglich, war die Olsenbande, die dänische Serie mit Egon Olsen, mächtig gewaltig. Ja. Egon habe ich damals als Kind und als Jugendlicher dann auch noch fast geliebt. Auch da heute wieder, die Zeiten sind halt vorbei. So, was ist... Das ist Didi Hallerford. Genau, Nonstop Nonsense. Konnte ich nie was mit anfangen. Das fand ich... Ja, bis auf diesen Pommes und haben sie eine Flasche dabei. Der ist der Einzige, den ich lustig fand. Guten Tag, er kennt gerne eine Flasche Pommes. Ja, das habe ich auch mal versucht, mich dem anzunähern, weil das halt eben auch mittlerweile so als legendär gilt. Kann ich nichts mit anfangen. Nee, ne? Nee, die Kinofilme?
Oh, da waren doch teilweise hier so diese ganzen Schmuddeldingchen auch dabei. Mhm. Nee, das war Karl Dall, der in diesen ganzen schlüpfrigen Alle, Dingen auch teilweise Karl Dall, dabei war. Gottschalk, Mike Krüger. Wer war nochmal Lass Jucken-Kumpel? Das gab's doch nicht hier. Also hier. Später? Lass Jucken-Kumpel? Ja. Also auf jeden Fall, Karl Dall war doch Sunshine Reggae auf Ibiza. Ehrlich? Der war, glaube ich, bei Sunshine Reggae auf Ibiza dabei. Mir fällt gerade ein, es gibt tatsächlich einen richtig guten Film mit Dieter Hallervorden. Echt? Ja, und zwar das Millionenspiel von Wolfgang Menge. Stimmt, da war der Hallervorden den Gangsterboss gespielt. Und der hat doch Honig im Kopf auch gespielt, muss er auch. Ja, wir haben ja von guten Filmen. Wir haben ja von guten Filmen und aus den 60ern ist der. Etwas im Prinzip, was das vorausgesehen hat, was aus dem Fernsehen mal werden wird, das kennst du gar nicht. Sah da den Film? Nee, kenn ich nicht. Die Handlung ist, dass es ein Millionenspiel gibt. Eine Gangsterbande jagt den Hauptkandidaten. Und wenn er lebend durchkommt, kriegt er eine Million, wenn er erschossen wird. Ah, okay. Und die letzte, dann im Studio muss er dann nochmal durch so eine Röhre, wo Löcher drin sind, wo also jeder Idiot ihn treffen könnte. Mhm. Und das ist wirklich ein Film, der sozusagen die Irrsinn der Fernsehshows, wie wir sie heute sehen, durchaus vorausgesehen hat. Ein Roman von Stephen King, der eine sehr ähnliche Story hat. The Game ist doch mit Michael Douglas auch so ein Film. Ja, und von Stephen King gibt es den Roman Menschenjagd, der auch etwas Ähnliches behandelt. Also dann kommt, oder nicht dann kommt, sondern um die Zeit herum, Jerry Lewis, oder? Auch wahnsinnig, für mich als Kind wahnsinnig lustig. Ja, da habe ich auch sehr lachen müssen. Dieser berühmte Schreibmaschinen-Sketch. Das ist, glaube ich, komplett an mir vorbeigegangen. Da bin ich, also das habe ich bisher noch, das muss ich offenbar mal nachholen. Oder? Weißt du denn, bei welcher Filmszene Brahms ungarischer Tanz Nummer 6 läuft? Ja, natürlich, kann ich dir sofort sagen. Also, nein, du wirst es sofort wissen. Ich, und dann kommt der Stein. Zwei alte Männer singen wir so etwas kakophonisch hier irgendwie. Aber weißt du, welcher Film es ist? Ich musste jetzt als allererstes an die Szene im Großen Diktator denken, wo Chappie mit dem Globus tanzt, ja? Nee, das ist der Friseur. Das ist der Barbier, der den Typen rasiert. Ah, doch, genau, Zum ungarischen Tanz. Ich musste an die Szene denken, wo die hier Hinkel mit diesem, mit diesem Globus tanzt. Läuft da irgendwas Bekanntes an Musik, Jürgen, in der Szene? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist von ihm. Ist übrigens, wisst ihr, dass Charlie Chaplin die meiste Musik selbst komponiert hat für seine Filme? Doch, das hatte ich mal gelesen. Auch Smile zum Beispiel. Sehr schöne Coverversion von Dave Gahan gibt es davon auch. Und Smile ist aus dem Film Rampenlicht, glaube ich, mit der Frau, die behindert ist oder die nicht auftreten kann, weil sie Angst hat. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Jerry Lewis, Dean Martin. Dean Martin, der smarte Typ. Jerry Lewis, der kindliche Typ, der immer auch mit dieser, in der deutschen Synchronfassung, mit dieser schrecklichen Stimme gesprochen hat. Ja. Moment, war das das? Es gab doch eine Serie, ich habe auch so aus der Zeit, wo die deutsche Synchro teilweise noch gagreicher war als das Original. Ja, die zwei. Ja. Waren das die zwei? Mit Roger Moore und Tony Curtis. Oh Gott. Weil da kenne ich teilweise Ausschnitte mit wirklich ziemlich mit vergleichsweise guten Synchron-Gags. Hm. Sleep well in your bed gestellt zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott. Was war denn in Amerika noch so Humor? Die nackte Kanone, die drei Filme. Ja, das kam später, klar. Das war 80er dann. Auch hier die Inspektor Clouseau-Filme, das ging ja dann auch mit Peter Sellers. Das ging ja, glaube ich, in der Zeit dann auch schon. Peter Sellers. Ja, der Rosa-Rote Panther. Das ging da dann, glaube ich, auch so langsam los. Aber das war so ein Mischding. Ne? Man wusste nicht, ist es ein echter Krimi oder ist es so ein halber eine Komödie? Mhm. Ich wusste das nicht. Ganz schlimm ist ja die Neuverfilmung mit Steve Martin. Oh Gott, Steve Martin fand ich auch immer ganz schlimm. Ja. Ich fand ihn ganz schlimm. Er hat aber auch diesen Feuerwehrmann gemacht, mit der riesigen Nase, ne? War das nicht auch Steve Martin? Der Feuerwehrmann mit der riesigen Nase? Hä? Cyrano de Bergerac? Gibt es irgendeinen Film, da spielt er, glaube ich, einen Feuerwehrmann und hat eine, so eine künstlich verlängerte. Egal, wollen wir mal Musik dann, kurz machen? Bevor es weitergeht, Adriano Celentano hat auch mal eine Zeit lang so für Gib dem Affen Zucker. Kennst du den Film?
Ja, habe ich gesehen. Oder wie hieß denn der mit Ornella Muti, wo er den Bauern spielt, den Weinbauern? Immer, genau, Ornella Muti war immer die Frau, die er anhimmelt. Genau. Und in die wir auch alle verknallt waren. Ja. Und er war immer der Dumme, der dann irgendwie trotzdem an diese Frau drangekommen ist. Genau, ja. So wie bei uns im richtigen Leben. Ja. Da passt Rallye zu, da kann ich doch nur lachen, heißt der Song. Ich freue mich jetzt, weil ich euch provozieren konnte mit diesem Song. Das ist so Rotzgürtelpop. Könnte von Ines Agnoli gesungen sein. Na so, gut, ich mach den mal mach weg. Das, mach das weg, mach das weg. Mal einmal nochmal. Na das gut. Ist, Avril Lavigne auf Hartz-IV-Level. Ja. Stimmt, daran musste ich denken. Ja. So Avril Lavigne für Hartz-IV-Empfänger, oder nee? Komm, Vorsicht, sonst kassieren wir Ärger. Ja, läuft schon. Anzeige ist raus. Stichwort, ja. Anzeige ist raus. Humor hat sich geändert. Wir reden heute über Humor im Wandel der Zeiten. Harold Lloyd hieß der Mann, der an der Uhr hing. Harold Lloyd, einer der großen Stummfilmkomiker der frühen 10, 20er Jahre. Wir waren bei Adriano Celentano. Französischen Humor hatten wir auch. Louis de Funès. Irgendwann kommt die Zeit der Stand-Up-Comedy, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei Fawlty Towers, bei Rowan Atkinson, Mr. Bean. Rowan Atkinson, ja, das ist aber, glaube ich, hier war Fawlty Towers nicht auch so 70er, 80er und Mr. Bean war, glaube ich, eher so dann schon 90er. Fawlty Towers ist vorher, ist so eine der ersten Sitcoms eigentlich, die es, oder ersten, weiß ich nicht, aber auch in Amerika, Al Bundy zum Beispiel, ist auch so eine Sitcom, die dann recht erfolgreich war. Ja. Überhaupt nicht mein Humor, kann ich gar nicht drüber lachen. Diese eingespielten Lacher sowieso bei diesen Sitcoms. Ja. Eine Pest eigentlich. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass ja viele dieser Bänder, die da für diese Laughing Tracks genutzt werden, mittlerweile so alt sind, dass davon auszugehen ist, dass sämtliche Leute, die man dort lachen hört, längst tot sind. Auch gut. Auch gut. Kennt ihr Fawlty Towers? Nee, kenn ich nicht. John Cleese war doch da auch irgendwie mit drin. Ne? John Cleese spielt mit einer ziemlich zickigen Ehefrau ein Hotel oder ein Besitzer eines kleinen Hotels. Und er hat einen spanischen Angestellten, der heißt, glaube ich, Juan oder José oder Jorge, der sagt in der ganzen Serie nichts anderes als que. Und die Episoden sind sehr lustig. Die lustigste Episode ist The Germans. Ja. Wo die Germans kommen, also aus englischer Sicht natürlich typisch Deutsche, ne? Und die Deutschen sprechen auch mit ganz komischem Akzent. We booked a room here in this hotel. Und die beste Szene ist dann... Which room number do you have? 88? Nein. Und John Cleese sagt immer zu seiner Frau, don't mention the war. Don't mention the war. Und dann sagt der Typ irgendwann, can you please stop mentioning the war? Und dann sagt John Cleese, well, who started it? Und das ist sehr lustig. Warum kenne ich das überhaupt nicht? Lief das nicht im deutschen Fernsehen? Oder? Doch, aber auf Dreisat spät. Ja, gut, wahrscheinlich. Kennt ihr die Nanny? Das ist, glaube ich, eine amerikanische Sitcom gewesen. Nö. Ja, kenne ich fand ich aber scheiße. Ich fand das, also ich habe mir das mal so eine Weile lang angeguckt, das ist auch nicht mein Humor, aber da geht es halt eben um diese, ich glaube, sie ist eine jüdische Nanny, die halt so die Kinder von irgendeinem, ich glaube, Musical-Autoren betreut. Und die ist halt sehr flamboyant unterwegs und so und ist halt die ganze Zeit irgendwie in diesen Musical-Darsteller. Was ist die? Diese flamboyant? Ja, die ist sehr aufgetakelt und hui und alles. Ja, ein raumgreifendes Frauenzimmer. Jüdischer Humor. Jüdischer Humor. Ja, es gibt einen jüdischen Witz, den ich sehr gut finde. Ja, sag. Also kommen zwei Männer zum Rabbi, die einen Streit miteinander hatten und der eine schildert an seine Sicht der Dinge, da sagt der Rabbi, ja, du hast recht. Dann schildert der andere seine Sicht der Dinge und wieder sagt der Rabbi, ja, du hast auch recht. Und die Frau vom Rabbi kommt, die hat das alles aus dem Nebenraum mitgehört und sagt, also du kannst doch nicht beiden sagen, dass sie recht haben. Das geht doch nicht, es können doch gar nicht beide recht haben. Sagt der Rabbi, ja, weißt du was, du hast auch recht. Wie heißt der Komiker mit der Halbglatze? Das ist ein jüdischer Komiker mit einer Halbglatze, der auch in so einer Sitcom spielt. Der sich selbst spielt, wie Pastewka. Ah, hier, Larry Davidson, glaube ich. Larry mit C. Larry K, Larry K, Larry. Also die. Ich und Namen. Die hieß im englischen Original Curb Your Enthusiasm. Ja, da kam diese berühmte Musik her. Genau. Und auf Deutsch hieß diese Sendung aber fürchterlicherweise Lass es, Larry. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch nochmal ein Extrakapitel, nämlich so schlecht übersetzte deutsche Filmtitel. Ja, Synchro ist sowieso ein Verbrechen, finde ich. Ja.
Jetzt nicht das Gewäsch, du musst den Film in Originalfassung gucken, sonst kriegst du die Feinheiten nicht mit. Also ich finde, es gibt auch kotzen, wenn ich das aber, höre. Also es gibt auch teilweise ziemlich gute Synchronisationen. Ich finde zum Beispiel, wir haben vorhin über Monty Python gesprochen, das Leben des Brian ist exzellent synchronisiert. Ja, ich kann diese Synchro-Filme nicht gucken. Besonders wenn es um Humor geht, finde ich, das geht, kann man nicht übersetzen. Ja, das ist schwierig. Warte mal, wir waren Rudi Carrell. Zählt das Heinz Eckhardt? Hieß der Heinz Eckhardt, der Kollege von Rudi Carrell? Ja, ja. Und dieses war doch am laufenden Band, da haben die das alles gemacht, ne? Ja, war das Humor? War Rudi Carrell Humor? Ich glaube, das war Unterhaltung. Also, obwohl, er hatte ja auch teilweise so diese, der hatte doch diese hier Rudis Tagesschau, hatte der ja, das war Humor. Ja, das war Humor, aber schlechter. Ich wollte gerade sagen, schlechter Humor war SketchUp mit Dieter Krebs, der an sich ein toller Schauspieler war, aber ein ganz schlechter Komiker. Ja, wo die sich immer große Brillen aufgesetzt haben, Zähne rein und also am Ende bedröppelt in die Kamera. Da muss ich Einspruch einlegen, für die damalige Zeit war das extrem fortschrittlich. Für die damalige Zeit. Diese heute natürlich, oder was? Heute natürlich auch verstaubt, aber das war damals der Brüller. Die haben sich Sachen getraut, die sich andere nicht getraut haben. Aber was viel fortschrittlicher war, war Ekel Alfred, ein Herz und eine Seele. Ja, natürlich. Das war richtig. Ja. Kennst du das, Band? Du hast öfter mal davon erzählt. Ich habe schon mal irgendwie das. Ist eine anfangs Schwarz-Weiß-Sitcom vor Publikum gespielt. Und Ekel Alfred, wie hieß der in Wirklichkeit? Alfred Tetzlaff ist sein Bühnenname. Ja. Aber in Wirklichkeit hieß der, war ein ganz toller Schauspieler übrigens, von dem gibt es einen Tatort, in dem er, glaube ich, den Mörder spielt. Und für damalige Verhältnisse von Wolfgang Menge geschrieben, sehr bissig. Ja, vor allem immer noch aktuell, das kannst du heute noch gucken und das ist immer noch irgendwie zutreffend alles. Ja. Heinz Rühmann fand Heinz Rühmann nie so lustig. Immer auch überbewertet. Ich fand auch die schauspielerische Fähigkeit von Heinz Rühmann nicht so beruhigend, dass ich jetzt mich hinsetzen möchte und ständig Rühmann-Filme gucken. Ja, also von ihm kenne ich wirklich nur die Feuerzangenbowle. Ja. Die auch, ja, so ein bisschen. Quacks, das heißt, der Bruchpilot? Das habe ich nicht gesehen, aber der Film sagt mir was. Van Köpenick hat dann noch gemacht. Gesehen habe ich nur die Feuerzangenbowle und das ist ganz nett. Mhm. Dann sind wir, wo sind wir jetzt? Westdeutschland, 70er Jahre, 80er Jahre. Da kommen wir so langsam zu Loriot, ne? Ja, Loriot kommen wir ganz jetzt. Ganz großes Kapitel. Ich will kurz noch, mir ist gerade noch ein Gag von Dieter Krebs aus Nonstop, SketchUp eingefallen, den ich auch heute noch lustig finde. Da spielt Dieter Krebs einen vornehmen Barkeeper und Iris Berben kommt total betrunken an den... Was, Iris Berben? Ja, es war die Vorgängerin? Nee, ich glaube, es war Iris Berben. Mhm. Kommt an den Tresen und sagt zu dem Dieter Krebs, ein Camparo bitte. Und er, gute Dame, das heißt Campari. Und sie sagt zu ihm, wenn ich mehrere will, sage ich Bescheid. Das finde ich sehr lustig. Und wir haben im Freundeskreis manchmal dann schon, weil wir es so oft verwendet haben, Camparo bestellt und haben ratlose Blicke von den Kellnern geerntet. Also ihr habt im Osten, klar, ihr hattet ja Westfernsehen, habt ihr die ganzen Sachen gesehen, ne? Ja, na, in Berlin, klar. Also mein Vater hat gesagt, wenn du Osten guckst, fliegst du raus. Dann gab es, wir haben den Didi gehabt, die zwei Supernasen, die ich total unlustig fand. Ja. Jetzt kommen wir schon so in Richtung, was hast du eben gesagt, Ben? Loriot. Loriot. Ganz großes Ding. Ich war gerade bei Hausmeister Krause, der kommt viel später, ne? Das war auch so viel später. 80er war das auch, würde ich sagen, ne? Ja, nee. Hausmeister Krause ist 90er, glaube ich. Ersten Hausmeister Krause. Aber Loriot ist definitiv 80er, ist sogar 70er auch, ne? Ich glaube, der hat relativ spät angefangen. Der hatte ja zuerst diese Sendung Cartoon. Aha. Und so dann diese jährlichen Loriot-Dinger, diese, wo einmal im Jahr diese 6 Sendungen, diese legendären, das war dann, glaube ich, schon 80er. Und das war auch schon ein bisschen absurd, ne? Da hat man schon auch so über absurde Dinge gelacht. Ja. Staubsaugervertreter. Ja, es war, glaube ich, also der Kern war ja diese Parodie des spießigen Bürgertums, nicht wahr? Ja, der Kosakenzipfel. Ja. Jodelschnäpfe. Winselstute. Fantastisch. Ja. Diri, Diri, Didel, Dö. Ja, Diri, das war... Evelyn das Hammer, war ganz toll. Also der Kosakenzipfel ist fantastisch, aber was ich ganz toll fand, war die Benimmschule.
Die Benimmschule, wo ein Mensch auf seine Manieren geprüft wird und der muss diese Prüfung mehrmals durchlaufen und er ist der Einzige, der immer alles aufessen und austrinken muss. Und am Ende ist er vollgestopft und sturzbetrunken und versucht immer noch dieses Protokoll abzufahren. Ah, so. Mir fällt die Muppets-Show jetzt noch ein. Ja. Wie ging die Titelmusik von der Muppets-Show? Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht, macht Musik, misst der Schuppen, wackelt und zusammenbricht. Stimmt, geht so ein bisschen, aber auch in Richtung Klimbim, ne? Ja. Klimbim hatte auch diese Musik. Ja, sowas in die Richtung. So eine komische Musik, finde ich. Müssen wir eigentlich Musik hören jetzt wieder? Nö. Wir müssen gar nicht, aber wir können natürlich, wenn ihr wollt. Wollt ihr Musik hören? Haben wir alles durch, 70er? Kommen wir nämlich gleich mal in die Jetztzeit, weil dann wird es, glaube ich, spannend. Oh, das wird ein großer Sprung. Wir haben noch gar nicht über Otto gesprochen. Nein. Oh, haben wir vergessen. Müssen wir gleich machen. Aber mit Triggerwarnung. Ja, und wir lassen uns von Wilco den Scherz erklären. The joke explained. I never held you. Okay. Ja, ist gut. Ist gut, reicht. In der blauen Stunde habe ich schon lange nicht mehr dazu aufgefordert zu schreiben. Wir haben nämlich heute festgestellt, wir kriegen immer weniger Post. Schreibt uns doch bitte an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14487 Potsdam. 82 Potsdam. Worüber habt ihr gelacht? Worüber könnt ihr lachen? Worüber könnt ihr gar nicht lachen? Was ist schlechter Humor? Was ist guter Humor? Und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns, bis das Ganze hier dem Ende entgegengeht. Wir wissen nicht, was danach kommt. Ich habe ja dafür plädiert, dass Bent die blaue Stunde übernimmt. Und bitte plädiert ihr mit mir dafür, indem ihr eine Petition startet im Internet. Und wenn über 100.000 Leute sagen, wir wollen das, dann muss Radio 1 sich auf jeden Fall dem Volkswillen beugen. Und er lädt uns dann immer wechselweise ein. Genau, und wir machen den ganzen Scheiß weiter, genau. Nur Bent moderieren. Genau. Otto hast du gesagt. Otto, ja, Otto. Wie fandet ihr Otto oder findet ihr Otto? Also als Kind habe ich mich weggeworfen. Ich auch. Und es war sensationell, es war wirklich eine völlig neue Art von Humor, durchgeknallt. Leider Gottes, was mich an Otto stört, heutzutage ist nicht die Witze von vorher, von damals, die waren eben damals so, Herrgott. Ja. Aber dass er nicht aufhören kann, dass er immer noch als alter Mann immer noch diesen Hüp. Ja, also ich sehe Otto so ein bisschen als den vielleicht ökologischsten Komiker der Welt, weil er sich seit 20, 30 Jahren nur noch selbst recycelt. Ja. Und das ist, Robert Gernert hat das doch alles geschrieben von Otto, ne? Ist es so? Oder vieles hat Robert Gernert auf jeden Fall geschrieben. Ja, aber Otto war natürlich Anarcho und Otto war neu, frisch, jung. Ich fand auch ein bisschen zu viel Wiederholung. Diese Figuren, die er da gespielt hat, wie hieß der rasende Reporter, den habe ich vergessen. Harry Hirsch. Die Parodien, die er gemacht hat. Aber was ich toll fand, war vor allem die Musik. Und bei Otto war ja auch immer so ein bisschen die Faszination, der kann eigentlich super sein, aber er verhunzt das absichtlich. Ja. Absichtlich, ne? Also der spielt Gitarre andeutungsweise und dann merkst du, wow, der kann wirklich geil Gitarre spielen, aber dann macht das auch schon wieder kaputt. Und kennt ihr die Videos von Otto, die er zur Corona-Zeit zu Hause gedreht hat, wo er ernsthaft Gitarre spielt? Einige von denen kenne ich. Die sind ganz toll und der spielt wirklich ganz toll Gitarre, also ist ein toller Musiker. Ja, der ist doch sogar auf Wacken aufgetreten mal. Echt? Ja. Er hat in der WG mit Udo Lindenberg und noch jemanden. Der Marius Müller-Westernhang hat nicht da gewohnt, aber war oft zu Besuch, glaube ich. So ich rede von Otto, nicht von... Nee, aber da war Otto, Lindenberg, Westernhagen und Westernhagen war der Besucher der Regel. Westernhagen war da auch bei? Ich meine, es war Westernhagen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir von Otto, finde ich, zu einem, der ihn beerbt hat, nämlich Stefan Raab. Ich finde, Stefan Raab ist zwar kein Humorist gewesen, aber dasselbe Prinzip wie bei Otto, dieses, boah, der kann eigentlich ganz schön viel, aber zeigt nur wenig, war bei Stefan auch so eines der Hauptmerkmale, oder? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Raab einer der hauptausschlaggebenden Punkte war, dass er halt dieses Late-Night-Ding, was ja zuvor Harald Schmidt in Deutschland eigentlich als Alleiniger wirklich gut gemacht hat, haben ja viele probiert, die daran krachend gescheitert sind. Und Raab war so ziemlich der
hat das alles auf eine, hat dem so eine ganz, ganz eigene Farbe gegeben, die ein bisschen jünger waren, ein bisschen edgier, frecher, ja. Aber vom Anspruch her glich das sehr dem jungen Otto, fand ich. Ja, es war halt nicht so, dieses etwas bildungsbürgermäßige Gehabe, sondern es war halt das komplette Gegenteil und es war auch so eben auch dieser Mut dazu, dass es mal ein bisschen rumpeliger aussehen darf. Ja. Dieser ganze Viva-Flair, der da noch mit drüber kam, das war, glaube ich, so ein bisschen bei TV total das Ausschlaggebende, warum es so gut funktioniert hat. Was ich an Raab wirklich bis zum heutigen Tage bewundere, ist die Ideenvielfalt, diese Unmenge von Ideen, die er entwickelt hat, die auch wirklich neu waren und die nicht irgendwo abgekupfert waren zum Großen. Also, weiß ich, so ein Quatsch hier, Wok-WM und so ein Kram oder das große Turmspringen. Und auch immer mit der Bereitschaft, sich selbst nochmal zum Affen zu machen. Ja, oder sich von Regina Heimich die Nase einkloppen zu lassen. Das musst du erstmal dich trauen, ne? Ja, und das ist für mich die bemerkenswerteste Eigenschaft von Stefan immer gewesen, ist sein Enthusiasmus, seine Hartnäckigkeit und auch dieser Ehrgeiz. Also es war wirklich so, wenn wir bei der Wok-WM waren, da wollte Stefan gewinnen. Und wenn er nicht Erster geworden ist, war der stinksauer. Ja, aber bei Schlag den Raab, die hat er für sich gemacht, die Sendung. Ja, ne? Weil er immer gewinnen wollte. Und wenn er verloren hat, war er sauer. Dann ist er gegangen. Dann war nicht mehr gut mit ihm Kirschen essen. Und das fand ich immer ganz toll. Und die, wie du sagst, die Ideenvielfalt. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass Stefan aus einem ganz anderen Genre kommt. Ne? Stefan ist durch und durch Musiker. Und das kam ja auch immer viel zu wenig raus. Und das hat man immer gemerkt, wenn er Gäste hatte, also internationale Gäste. Er hat immer mit denen gespielt, ja, und Musik gemacht. Kennst du die Episode mit James Brown, wo dann er James Brown überfällt und der denkt zuerst, was ist das hier für ein Clown? Und plötzlich fängt James Brown an, den gut zu finden und sagt, ey, aber das ist ja geil, der spielt Sex Machine auf einem, wie heißt das kleine Instrument? Ukulele. Auf einer Ukulele und macht es auch noch richtig lustig. Und da gab es diverse, Will Smith oder wo er mit dem Rapper, wie heißt das? Eminem, das fand ich legendär, wie er mit Eminem auf Zucker im Café. Ja, wobei Eminem, habe ich jetzt gehört, aus Insiderkreisen ihm einen auf die Fresse hauen wollte. Der wollte nämlich nicht mit ihm musizieren und der hat gesagt, auf keinen Fall Musik. Und Stefan hat das einfach in der Sendung gemacht. Wow. Und das ist finde ich, geil. Also Stefan ist sowieso, finde ich, einer der größten Entertainer, die wir in Deutschland je hatten. Ja, und er hat den letzten European Song Contest Sieger gestellt mit Lena damals. Das hat er ja auch an sich gerissen und hat es ins Ziel gebracht, ne? Ja, das ist aber dann auch gleichzeitig die Zeit, wir wollten ja etwas näher an die Gegenwart kommen, in der der Quatsch Comedy Club eröffnet hat mit Thomas Hermanns. So, das ist die Zeit des deutschen Stand-Up, wobei es gab vor dem Quatsch Comedy Club ja eine andere Sendung, die das ein bisschen etabliert hat, das war Nightwash. War Nightwash Knacki vorher? Deuser. Stimmt, genau, Knacki Deuser. Nightwash, das was da in dem Waschsalon immer stattfand. Genau. Genau, und Knacki Deuser ist wiederum Teil eines legendären Trios, eines Comedy-Trios, die nie gelungen wiederum, das war Roberto Capitoni, den man nicht kennt, aber dann war es nicht Ralf Husmann, sondern Tommy Jaud? Nein, fällt mir nicht ein. Ah, der mit der Mütze? Nee, der war bei Brainpool auch, da kommt eine Querverbindung Ralf zu Stefan Raab und Knacki Deuser und der Frontman, also dieser Ralf, war es Ralf Husmann? Nein, ich gucke das gleich Ralf nach. Ralf Husmann war, glaube ich, immer eher Autor. Ist der Autor. Ich gucke das gleich nach. Der spielte einen weißen Kontrabass. Und sein Running Joke war immer, dass er gesagt hat, Stimmung! Und das hat dann später der Comedian übernommen. Wenn man redet und kein einziger Name fällt einem ein. Wie heißt der Wissenschaftscomedian mit den wirren Haaren? Mit den wirren Haaren. Mir fällt jetzt nur Urban Preol ein, was wirre Haare eigentlich. Nee, der macht auch Wissen vor acht macht er manchmal. Der macht dann, schmeißt der Konfetti in die Luft und sagt, Stimmung! Und wie hieß, ach Gott, meine Fresse, wie hieß der? Jetzt bist du nämlich auch so vergesslich wie wir. Wir gucken das alles nach. Jedenfalls Knacki Deuser, Nightwatch, eine WDR-Sendung, die sonntagabends kam. Und viele, viele, viele Talente wurden dort entdeckt. Mario Barth, ich bin dort aufgetreten. Ralf Günther, das ist der Bassist, aber guck bitte, wer der Comedian ist, der die Stimmung macht. Andreas Grimm? Nee, mit K irgendwas.
Ich werde mich an diesem Name-Dropping nicht ein beteiligen. Ein sehr, sehr netter Kollege. Weil es mir sowieso nicht einfällt. Hiermit Grüße. Ein sehr, sehr netter Kollege. Egal, jedenfalls, viele sind da entdeckt worden bei Nightwash. Hast du Nightwash geguckt, Jürgen? Ja, ich habe das oft geguckt und auch für gut befunden. Also na klar, sind bei so einer Talente-Show, wenn wir den Begriff mal verwenden wollen, sind nicht immer alle gut, aber da waren schon welche dabei, für die das wirklich ein Startbrett war. Heißt es Startbrett? Sprungbrett. 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 Das übrigens, Sprungbrett gab es in das Köln. Das Sprungbrett-Theater, ja. Es gab auch eine Veranstaltung, die hieß Sprungbrett. Ja. Und das ist dann später übergegangen in Bios Bahnhof. Alfred Biolek, wo auch sehr viele Talente entdeckt wurden. Allerdings, Biolek, ja, hat da viele Leute gefördert auch. Aber wer ist bei Nightwash alles entdeckt worden? Wer gab es da alles? Darüber müssen wir später reden, weil es geht jetzt Juti auf die Nachrichten macht zu. Machtet mal, Juti. Ne? Wie hieß der Comedian mit den wirren Haaren? Das müssen wir jetzt noch rausfinden. Sagen wir euch nach der Unterbrechung. Das sind The More Shallows heißen die. I do so have a sense of humor. Na denn, bis gleich. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, in der blauen Stunde reden wir immer noch über Humor mit meinen beiden Kollegen Bent-Erik Scholz und Jürgen König. Wir husten schon die ganze Zeit. Ja, sagen, ihr hustet. Wir werden immer älter. Eben waren wir stehen geblieben bei Quatsch Comedy Club bei Nightwash. Konrad Stöckel hieß der Künstler, über den wir sprachen. Und Ralf Günther hieß der Kontrabassist. Der legendären Nigelung. Wir müssten jetzt natürlich vieles noch erwähnen. Also wir hatten Harald Schmidt nur ansatzweise gerade erwähnt. Wie fandet ihr eigentlich, als Oliver Pocher dazu kam bei Harald Schmidt? Da reden wir gleich drüber, aber lasst uns eben noch einfügen. In Deutschland natürlich entwickelt sich in den 60er Jahren mit Wolfgang Neuss noch eine andere Sparte, nämlich das Kabarett. Ja. Das ist ausgesprochen Kabarett. Und nicht Kabarett. Und da kommen dann Leute wie Dieter Hildebrandt, Werner Schneider. Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Henning Wenzke. Also die Lach- und Schießgesellschaft ist pleite übrigens jetzt seit diesem Jahr. Ne? Was? Habt ihr das mitbekommen? Also soweit ich das weil weiß. Ulan und Bator dort gespielt haben. Das Frankfurter Fronttheater mit ganz bekannten, großen Leuten, die dann daraus entstanden sind und Karriere gemacht haben. Die Stachelschweine in West-Berlin mit Wolfgang Gruner damals noch. Distel gab es auch. Distel in Ost-Berlin. Ja. Ja. Ist das noch Ost-Berlin? Ach stimmt, Admiralspalast ist Ost-Berlin. Ne? Ja, es hieß damals noch Metropoltheater. Ja. Und jetzt landen wir bei Harald Schmidt, weil Harald Schmidt ist ein Kind des Komödiens. Genau. Und Lore Lorenz. Düsseldorf ist das, Kai, ne? Lorenz, Kai Lorenz und Lore Lorenz. Die dieses legendäre Kabaretttheater in der Düsseldorfer Altstadt geleitet, gegründet haben, haben eben auch dort sehr viele Leute groß gemacht. Es gab andere Läden wie das Kerwan-Theater in Mönchengladbach, wo andere angefangen haben. Volker Pispers damals ist dort aufgetreten. Das Pantheon in Bonn. Also die große Szene der Kleinkunst. Auch in Mainz zum Beispiel, im Unterhaus, wo heute noch der Deutsche Kleinkunstpreis vergeben wird, ist eine Sparte gewesen, die dann ab den 60er, 70ern, 80ern immer größer und stärker geworden ist. In Leipzig gab es die Akademiker, hießen die, glaube ich. Genau. Ja, die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Ja, die gibt es noch, ja. Die Distel gibt es ja auch immer noch. Im ja. Komödien ist dann Harald Schmidt aufgetreten. Genau, und da gibt es auch eine Querverbindung, weil, weißt du, wer auch im Komödien war? Nee. Balder. Hugo Egon Balder. Ja, Hugo Egon Balder war aber eigentlich Musiker, ne? Der ist ja Schlagzeuger. Na, der hatte auch eine Schauspielausbildung, der hat doch dann noch irgendwie, ich weiß nicht, im Schillertheater war der auch viel, hier in Berlin. Ja. Er war dann irgendwann am Komödien, hat doch da teilweise zusammen mit Harald Schmidt gespielt, aber ja, er war auch Musiker. Er hat ja diese ganzen ironischen Schlager gemacht. Ja, Kreuzberger Nächte, da war er doch dabei, oder? Kreuzberger Nächte war er dabei, aber wo war sicher, was ich halt immer so, Elvira, hol dein Strumpfband ab und sowas. Was aber zu dieser Zeit Mangelware war und noch sich entwickeln sollte, waren Frauen im Kabarett und in der Comedy. Im Fronttheater gab es eine Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Matthias Belz war ja der Frontmann im Fronttheater. Viel zu früh gestorben. Im Komödien war es Lore Lorenz, aber die Flut an weiblichen Comedians, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Auch wenn es ja prinzipiell das Kabaretttheater als Tradition schon eine ganze Weile gab. Ich glaube auch die Mann-Töchter, die Töchter von Thomas Mann hatten doch irgendwie hier die Pfeffermühle. Ja.
Das war viel, viel früher, also kurz vor Kriegsbeginn in Deutschland. In München hatten sie das, also da gab es das schon. Ich überlege gerade, wen gibt es denn so aus dieser Zeit so an weiblichen Personal? Naja, Gabi Köster ist nachher Gabi dann Köster, eine der bekannten Frauen. Die Beilagenfrauen nenne ich sie jetzt mal. Beatrice Richter, Iris Berben waren ja meistens Mitspielerinnen, aber Evelyn Hamann. Evelyn Hamann, tolle Schauspielerin, aber auch da. Loriot ist der Protagonist, sie ist die Zuspielende oder die Nebendarstellerin. Mhm. Es ging, glaube ich, so erst los mit der Comedy, mit Frauen, die Comedy gemacht haben. Ja, das war Gabi Köster auf jeden Fall. Was gibt es noch für Frauen in Deutschland, die Comedy machen? Im Augenblick nicht im, so 70er, 80er, 90er. Lisa Fitz? Lisa Fitz auf jeden Fall, auch aus dem Scheibenwischer-Team, die ist auch schon recht alt, muss man sagen, sieht aber blendend aus. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob Lisa Fitz irgendwas hat an sich machen lassen, aber wenn, dann sieht man es nicht und die sieht wirklich blendend aus, Wahnsinn. Aber bei dir, Jürgen, in der DDR, in der Ex-DDR, wir sind schon in der Nachwendezeit. Oh, wie hieß sie denn? Wie hieß denn diese eine ganz berühmte... diese eine ganz berühmte, auch Schauspielerin viel. Ach, du meinst Helga Hannemann. Helga Hannemann, ja, genau, stimmt, die gab's. Die war aber mehr Entertainerin als Comedian. Aber sie hat streckenweise böse Sprüche gemacht, wenn sie in Kessel Buntes moderiert hat. Ja, ja. Also eine Frau, die auch aufgetreten ist als Solokünstlerin lange Jahre, übrigens auch schon älter und sieht immer noch ziemlich gut aus, ist Desiree Nick. Ja, ja, Desiree Nick natürlich. Hängetitten Deluxe hieß ihr erstes Programm. Ja, die. Ja, die ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Die hat ja auch irgendwie alles gemacht. Ne? Die hat ja auch irgendwie getanzt. Die ist ja, glaube ich, ausgebildete Lehrerin gewesen. Lehrerin ist sie gewesen. Sie ist, glaube ich, auch ausgebildete Balletttänzerin, wenn ich mich nicht irre. Und im Dschungelcamp waren sie, glaube ich, auch, ne? Ja, natürlich. Leider. Sie hat sogar gewonnen. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Humor von Desiree Nick niemals verstanden habe. Ich finde die überhaupt nicht lustig. Ich finde sie halt so, ich finde sie insofern unterhaltsam, als dass sie schon durchaus eine eloquente Person ist, aber von dieser Eloquenz selbst so dermaßen überzeugt ist. Genau, das ist es. Das finde ich irgendwie, diese Großkotzigkeit finde ich irgendwie liebenswert. Einer, der sich auch gehalten hat, Dieter Nuhr. Damals, als ich in Gladbach gespielt habe im Theater Kerwan, stand er, glaube ich, zum ersten Mal oder ziemlich am Anfang seiner Karriere auf der Bühne. Dann gibt es viele, die aus dem Quatsch-Comedy-Club gekommen sind. Hennes Bender, Michael Mittermeier, Atze Schröder. Aber ich glaube Ingo Appelt, der ist auch von Ingo Appelt ist der Godfather of Radical Comedy. Das ist der erste, der in Deutschland so radikal war. Er leidet ja heute auch noch sehr darunter, dass man das nicht anerkennt, dass er keinen Preis für sein Lebenswerk bekommt. Stattdessen wird er immer fetter und frecher und kriegt immer weniger Sendungen. Aber lustig ist er trotzdem, nur lacht man nicht mehr über seine Witze, sondern über ihn. Das ist was anderes. Ja, wer kam denn noch so aus dieser Riege? Dann ging es ja irgendwann in die 2000er, in diese Phase, wo dann auch die Ethno-Comedy ganz groß wurde. Schrecklich. Kaya Jana, Bülent Ceylan, Dave Davis. Bülent Ceylan war, glaube ich, nie so hundertprozentig Ethno-Comedian, der hat ja dann auch immer diese Rollen gehabt. Ja. Der hatte dann auch relativ schnell dieses Verkleidungsding. Rebel-Comedy, das war ein Comedy, wie nennt man das, so ein Comedy-Ensemble. Enisa Amani ist, glaube ich, daraus gekommen. Ja, das kam aber, glaube ich, noch später auf. Ne? Ja, das kam viel später. Ja. Dazwischen gab es dann so diese Phase mit so Leuten wie Luke Mockridge und Kristall. Auch später, viel später. Ja. Felix Lobrecht, viel später, ist einer der ganzen. Mario Barth nicht zu vergessen. Mario Barth, wo kam der eigentlich her? Mario Barth habe ich mir neulich sogar noch erzählen lassen, war ja vorher Stewart. Der war im Flugbegleiter und ist, glaube ich, von Stefan Raab mindestens gefördert worden. Stell dir bitte mal vor, du sitzt im Flugzeug und auf einmal kommt in dieser Uniform, hier, Gänse, Tomaten, darfst du hier Witze? Ja, und der hatte eine eigene Sendung auf Pro7, die wurde pilotiert, die hieß irgendwie Achtung noch was, keine Ahnung. Achtung Reichelt. Achtung Bart oder sowas. Und dann ist er oft mit Stefan Raab bei TV Total zu sehen gewesen und dann hat er so seinen Durchstarter gemacht. Ich wollte aber jetzt zu Harald Schmidt kommen und der Frage von Jürgen. Schmidt hat ja dann als erster Late-Nighter oder sagen wir mal als erster erfolgreicher Late-Night-Talker ein Format etabliert, was es in Deutschland nicht gab, was es in Amerika gab. Lange Dick Cavett, Letterman. David Letterman. Dann wie hieß der mit dem langen Kinn? Wie hieß er? Irgendwas mit Jod. Nicht Jon Stewart, den gibt's auch. Jimmy Kimmel. John Carr, nein. John Carr ist ja wer anders. Aber in Amerika gab es eben auch parallel Stand-Up-Comedians.
George Carlin. Viele andere, die jetzt auch sehr bekannt sind. Bei Name-Dropping müssen wir echt aufpassen heute. Wir haben starke Gedächtnislücken. Wie heißt der Schwarze, der ganz Dave Chappelle. Der immer auf der Bühne wahnsinnig viel raucht. Dann Louis C.K. Ja, der ja auch eine eigene Sitcom hatte. Ja, Louis, super, aber sehr lustige Sitcom. Ja. Der aber auch eine ganz traurige Sitcom hatte. Mhm. Horace and Pete, eine seiner besten Produktionen überhaupt. In England sind das Leute wie... Ricky Gervais. Erfinder von The Office, was in Deutschland als Stromberg adaptiert wurde mit großem Erfolg. Genau, da reden wir gleich auch drüber. Und Bill Burr, den wir ja zusammen, nicht zusammen gesehen haben, aber gesehen haben, in der Mercedes-Benz-Arena, habe ich gesehen hier in Berlin. Darf ich euch wieder auf die Spur zurückführen? Harald Schmidt, Oliver Pocher. Danke. Genau. Harald Schmidt, Oliver. Findest du, also Schmidt vorher, wie fandet ihr Schmidt vorher alleine? Also, in seinen unterschiedlichen Phasen. Ich habe in der letzten Zeit mir auf YouTube alte Harald-Schmidt-Shows angeguckt und bin tiefst beeindruckt, wie genial das war. Ja, mit wenigsten Mitteln eine halbe Stunde lang einen Wocheneinkauf abbilden oder irgendwie Waschbecken testen. Die Bibelgeschichte mit wie heißen die? Playmobil-Figuren. Diese Playmobil-Geschichten waren mir immer ein bisschen zu konstruiert. Was ich aber immer toll fand, war, wenn die einfach so in ein scheinbar banales Setting gesetzt wurden und dann da irgendwie das richtig Tolles, auch wie er den Nürtinger Bahnhof vorstellt. Ja. Also mit ganz wenigen Mitteln. Oder die eine Sendung, die er komplett auf Französisch gemacht hat. Also das war auf eine sehr bürgerliche Weise, auch anarchisch, fand ich. Mhm. Aber es hatte halt immer sehr diesen Bildungsbürgeranstrich. Und Pocher hat dann so eine, wieder so eine etwas andere Energie reingebracht. Wobei ich sagen muss, dass Oliver sich sehr gut geschlagen hat. Also ich finde, dass er die Sendung gut ergänzt hat. Und es gab sogar Phasen, da fand ich Pocher lustiger als Schmidt. Ja, und Schmidt war immer sehr unglücklich darüber, wenn Pocher die Lacher gekriegt hat. Ja, zum Schluss fand ich ihn auch besser als Schmidt selber. Ja, weil Olli ist einfach auch wahnsinnig schlagfertig, das muss man sagen. Also er ist nicht nur schlagfertig, er hält auch Schläge aus. Ja. Aber das hat, glaube ich, Schmidt dann auch genervt am Ende. Ne? Mhm. Dann gehen wir mal von Schmidt ein bisschen weiter so in die Comedy-Richtung. Dann kam so die alberne Comedy-Phase, wo Deutschland so ein bisschen verlernt hat, anspruchsvoll zu lachen. Sind die aus Marzahn zum Beispiel? Da kommen wir gleich zu. Wollen wir vorher ein Stück Musik hören? Ja, wir hören ein Stück Musik. Ich sehe, wir spielen Chefcat. Kann das sein? Nee, der Sender spielt gerade Chefcat. Also. Grüße an Chefcat. Sehr netter Mensch. Ja, ein Song von den Rolling Stones, den ich überhaupt nicht kannte, aber der ist gut. Der heißt Love I Nearly Died. Ist der von der neuen? Nee, von 2005. Reicht's auch hier, Mick Jagger. Hör auf zu jaulen. Aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Gibt's, nee, nicht schlecht. Ja. Gibt's irgendeinen Song, wo du noch nicht brechen musst heute, Sarah? Nee, gibt's nicht. Alles zum Kotzen. Ja, Rolling Stones ist gar nicht mein Fall. Ja, meiner auch nicht, aber den Song fand ich gut. Ja. Naja, sie haben Sound auch zwei, drei. Painted Black ist schon ganz nett. Ach, den habe ich in meinem Leben zu oft gehört. Ja gut, das ist die Bürde des Alters. Also wir bleiben bei der Comedy. Wir sprechen heute zu dritt über Comedy und ich würde jetzt gerne mit euch mal ganz offen über schlechte Comedy sprechen. Oh, da werden wir in der Sendung nicht mehr. Comedians, die sich verkleiden und Akzent sprechen. Das ist ein ganz mieser Rahmen. Geht in einem ganz kleinen Rahmen. Ich finde, bei Kerkeling war es zwischenzeitlich noch erträglich, aber hat er sich irgendwann auch totgelaufen. Ja, also die Siegfried Schwäbli-Geschichte und so, aber Kerkeling der hat sich auch verkleidet, aber ja, das war was anderes. Ich finde, das hatte noch was Naturalistisches. Ja, da ging es mehr so um das Beobachten des Alltags, wie in diesem Loriot-Anspruch. Wir parodieren das, was jeder kennt. Wisst ihr, wie das entstanden ist? Achim Hagemann hat mir das erzählt, der ja auch Teil der Comedy-Welt ist. Der hat ja Hurz gemacht, ne? Und Achim hat mir damals erzählt, dass die beiden die waren ja zusammen auf der Schule in Recklinghausen, kennen sich ja seit Ewigkeiten, ich glaube seit der zweiten oder ersten Klasse. Und die hatten ein Duo, ein Comedy-Duo und waren auf Tour irgendwo in Norddeutschland und haben vor leeren Häusern gespielt. Und da kam
dieser ganz berühmte Fernsehproduzent, wenn ich jetzt wieder wüsste, wie er heißt. Horst Wendland, der Otto-Filme produziert hat. Ja. Und hat gesagt, ihr beide habt Talent, ihr fliegt jetzt mal für 2 Wochen nach Los Angeles und da schreibt ihr ein Skript für eine Comedy-Sendung. Mhm. Und die beiden sind dann, haben das gemacht und hatten überhaupt keine Ideen, gar nichts am Anfang. Aber daraus ist dann die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Sendungen entstanden, die es dann später gab im deutschen Fernsehen. Ja. Wie hieß die nochmal? Total Normal. Total Normal. Die besten Stellen, aber da, also Kerkelings parodistische Talent und so weiter in allen Ehren, aber die besten Stellen sind die, wo er einfach irgendwie sich beim Fernsehpreis irgendwie hinstellt und anfängt, die Leute anzuquatschen. Dieser Anarchismus. Wie er in der Bundespressekonferenz sitzt, wenn du den einfach irgendwo absetzt und sagst, jetzt nervt die Leute, dann funktioniert er am besten. Wisst ihr, wie der heute sehr unlustige Kurt Krömer angefangen hat? Der ist in der Scheinbar in Berlin hier aufgetreten. Ja, aber sein legendärer Auftritt war, glaube ich, beim Deutschen Fernsehpreis. Das kann sein. Wo er die Leute beschimpft hat. Übrigens, so wie auch ich damals beim Pantheon. Heute auch nicht mehr lustig. Gab es auch einen vor einigen Jahren, der mittlerweile verstorbene Michael Gwistek war es, ne? Robert Gwistek war der Sohn. Michael Gwistek, DDR-Schauspieler, glaube ich. Toller Schauspieler. Ja. Und der hat eine, das müsst ihr euch angucken, 2015 war das, glaube ich, eine herrliche Laudatio bei der Lola. Habe ich gesehen. Ja. Wurde auch so, wurde auch. Nee, das war der Filmpreis. Der stimmt, war der Filmpreis. Ist das nicht die Lola? Ist die Lola nicht der Filmpreis? Nee, der Deutsche Filmpreis ist nicht die Lola, oder? Ich glaube schon, oder? Hm. Egal. Egal. Wir meinen diesen tollen Preis, der ominöse, der da vergeben wurde, wo auch eine herrliche Laudatio hält, die auch viel von dem hat, was Krömer früher hatte. Also dieses auch so sich in seinem aufgeregten Berlinerisch so überstolpern, dass man seine Sätze gar der nicht mehr. Der schimpfende alte Mann. Ja. Unlustige Comedy, was ist das für dich, Jürgen? Sag mal die unlustigsten Comedians, die du kennst. Das ist immer so eine Sache. Der Jetztzeit. Cindy aus Marzahn ist schon gewaltig unlustig, oder? Fand ich nie gut. Ja. Fand ich immer einfach drunter. Ja. Ich fand so jetzt in den so späten 90ern, frühen 2000ern gab es eine richtig beschissene Phase von Jürgen von der Lippe. Den fand ich zwischenzeitlich fand ganz ich immer unlustig. Immer schon. Ja. Der hat so eine, ich habe nicht ein einziges Mal über den lachen können. Der hat so eine Tendenz zum Unterleibshumor, komischerweise. Ja, ne? Ja. So ein Live-Humor. Live sehr. Ja. Sehr, sehr zotenhaft. Und ja, generell dieses Zotenhafte finde ich ganz schlimm. Ich finde ja auch so diesen Karnevalshumor. Die Leute, die dann da immer auf die Bühne kommen und diese Büttenreden. Also Albtraum-Kölscher Humor. Alles, was aus Köln kommt, kannst du in die Tonne schmeißen. Ja. Also vor allem, wenn der kölsche Dialekt kommt. Also ich fand auch Gabi Köster nie lustig, aber dieses Horror, da kotze ich im Strahl. Ja, Männer-Frauen-Humor finde ich sowieso ganz schlimm. Also da gab es ja, es gibt ja wirklich so Frauen, die dann da sehr viel, Mirja Bös früher zum Beispiel, fand ich auch ganz Annette Frier. Annette Frier, ja, die hat ja dann, die kenne ich primär aus diesem Schauspielkontext mit Danilo Witzki. Ja, aber die war ja in der Wochenshow auch, ne? Nee, ich glaube, die war nicht in der Wochenshow. Mit Ingolf Lück, was war das? Doch, da kommt Annette Frier hier. Ich glaub, echt? Nee, die hieß doch, das war doch die andere. Wie hieß die denn? Also Bastian Pastewka gehörte zum Ensemble. Ingolf Lück gehörte zum Ensemble. Du meinst Dingsbums. Die Moderatorin. Ihr wisst ja wirklich gar nichts. Ex-Freundin von Nils Ruf. Die mit Benjamin Stuckrad-Barre auch zusammen. Das ist Anke Engelke. Anke Engelke. Ja, nee, die meinte ich aber nicht, sondern ich meinte die andere, aber die war, glaube ich, bei Samstagnacht und nicht bei der Wochenshow. Das kann ich nicht unterscheiden. Es geht vielen so. Samstagnacht war mit Wiegald Boning und Mirko Nonchef war dabei. Okay. Und wie hieß sie denn? Die hatte doch auch so einen interessanten Nachnamen. Ganz schlechte Phase des deutschen Humors übrigens, Filme von Bully Herbig. Schlechte Phase. Ja, die Bully-Parade generell hatte... Oh, ganz schlimm. Ja, obwohl ich auch dafür... Jürgen, schläfst du? Nee, ihr redet doch so viel, da kommt doch der alte Mann nicht mehr zwischen. Jürgen, wie fandest du die Bully-Parade? Obwohl sie ja alle gefeiert wurden, auch die Bully-Filme, ich konnte darüber nie lachen. Also wenn ich dieses Raumschiff Enterprise verarsche als alter Trekkie, dachte ich, Kinder, so war Star Trek nicht gemeint. Ja. Also was soll das, ja? Was ist mit der singenden Herrentorte? Helge Schneider. Oh, wir haben leider keine Musik von Helge Schneider da, ne? Gott, du.
Gott. Helge Schneider finde ich toll, aber auch nur, wenn man ihn sich live anguckt. Und wenn man gekifft hat oder Sternhagel voll ist oder grottenbreit. Nee, jetzt ohne Scheiß, wenn du einfach, ich war dieses Jahr bei ihm im Tempodrom und wenn du einfach siehst, wie der auf die Bühne kommt und du weißt, der hat absolut gar nichts, hat gar keine Ahnung, was er jetzt macht, der setzt sich hin und spielt einfach auf dutzenden Instrumenten und erzählt dazwischen irgendeinen Schwachsinn, der ganz assoziativ entsteht. Das ist eine Welt, auf die man sich einlassen muss, aber ich finde, wenn man das kann, funktioniert das wahnsinnig gut. Finde seine Konsequenz und Kompromisslosigkeit finde ich perfekt. Genau. Also, weiß ich, wenn er der Meinung ist, er muss erstmal eine Hürde für das Prollpublikum aufbauen, indem er erstmal eine halbe Stunde zu Beginn seiner Show anspruchsvollen Jazz spielt mit seiner Band und dann die Leute anfangen zu pöbeln, richtig um sie, das sowas finde ich konsequent und das finde ich gut. War im Tempodrom genauso, wo er irgendwann nach 20 Minuten die Vorstellung unterbrochen hat, weil es ihn genervt hat, dass das Publikum sich über Tonprobleme beschwerte, für die er nichts konnte. Ja gut, aber das ist dann schon am Rande der Arroganz. Mag sein, aber ich finde es gut, wenn man einem Publikum zwischendurch auch mal zeigt, wo sein Platz ist. Naja. Nicht, wenn das Publikum einen dorthin gebracht hat, wo man ist, da muss man auch ein bisschen Respekt haben. Aber jemand, den ich auch zum Beispiel sehr schätze, aber über den ich gar nicht lachen kann, ist Reinhard Grebe. Ja, Reinhard Grebe hat auch sehr, also dieses Brandenburg-Ding ist natürlich totgenudelt, aber der hatte auch teilweise sehr, sehr schöne, spannende Ansätze. Ja, die Musik ist toll, aber ich finde es nicht witzig. Also ich finde, also auch da ist es wieder, live ist ja groß, also ich habe ihn einmal live erlebt. Übrigens, wunderschönes Erlebnis, das war im Tempodrom, glaube ich, oder ist ja auch egal wo. Ich saß jedenfalls am Gang und Reinhard Grebe kam von oben hinten die Treppe runter. Mhm. Und während er darunter kam, sprach er schon ins Mikrofon und sagte, und ich möchte nochmal bitte alle darum bitten, ihre Handys stumm zu schalten oder auszumachen, weil das stört doch sehr. Und dann war er auf meiner Höhe und im selben Moment kriege ich eine SMS und es macht bling, blang, bling. Und er guckt mich wütend an und sagt, genau das meine ich. Und ich werde am liebsten welche im Boden versunken. Also, da wir jetzt schon auf der Rutsche schlechte Comedy sind, jetzt geht's weiter so in Richtung Comedy-Preis, deutsche Comedy, die große Albernheit, die Phase der großen Albernheiten. Und da gibt es ja so einige Protagonisten. Mittlerweile kennt man sie gar nicht mehr. Man sieht diese Comedy-Preise und denkt, was hat der geleistet oder die, dass sie einen Preis bekommen? Aber der Humor ist zunehmend auch harmloser geworden. Ne? Ja. Wenn man sich so eine Hazel Brugger anguckt oder sonst wen, der sich als Comedian ausguckt, dann muss man sich schon kneifen, um zu lachen. Also oder? Ich finde so, das absolute Symbolbild für Humor, der komplett, also wirklich jegliche Ecken und Kanten verloren hat, ist Sascha Grammel. Geht, ist ein guter Künstler, was das Puppenspiel angeht und die Bauchrednerei. Aber absolut, das macht er ganz, ganz toll. Aber es ist halt so auf dem Humorlevel so ziemlich das Banalste, was es gibt, glaube ich. Also er hat ja überhaupt nicht spontan. Er spielt sein Programm runter und nicht links und nicht rechts. Aber da gab es ja René Marik schon vorher, ne? Und dann jetzt Michael Hatzius, die Echse. Die Echse ist aber politisch. Ja, die Echse ist auch bissig. Ja, also man muss sagen, dass Michael Hatzius, das erinnert mich so ein bisschen was geht mir jetzt am Sack? Wolomskolauska-Chaussee, an Heiner Müller. Also die Attitüde, die die Echse hat, ist so ein bisschen so eine Theaterattitüde, so eine ostische Theaterattitüde. Und, die hat auch immer eine Zigarre, ne? Wie ja, Heiner und Müller, Michael ist echt manchmal hardcore, also muss man schon sagen. Mhm. Da kommen wir zu den Mitternachtsspitzen, wo Michael Hatzius alias die Echse auch auftritt im Ensemble mit den anderen Puppen. Wilfried Schmickler. Aufhören, das ist ja nicht auszuhalten, der Bäcker. Ja. Da muss man sofort husten. Ja. Guckt ihr sowas? Guckst du sowas, Jürgen? Nee, der Name jetzt sagt mir wieder mal gar nichts. Wilfried Schmickler sagt dir nichts? Wahrscheinlich kenne ich ihn optisch, aber Namen weiß doch in meinem Alter Schall und Rauch. Mitglied der legendären drei Tornados. Ja. Arnulf Rating, der ja auch ein bekannter Kollege ist, der hier in Berlin immer die Aschermittwochshow macht, Maulhelden. Ja. Ist das nicht auch die Blaue Stunde, seine Reihe, die er gemacht hat? Nee, das bin ich. Nee, das war auch was mit Blau. Also Arnulf Rating kennst du, Wilfried Schmickler kennst du nicht, Jürgen Becker kennst du aber schon. Ist der nicht Achim Becker? Nee, Jürgen Becker. Nee, das ist... Also ich kenne Wilfried Schmickler. Oder Winfried. Wilfried. Ja. Auf den CDs steht immer nur Schmickler. Dieses Rumdilettiere hier, schrecklich. Da gibt es aber jetzt einige, wo wir gerade die Kiste aufmachen. Ne? Also mein Pri-Pantheon 2004 übrigens, sehr interessant. Da war Christoph Sieber dabei.
Oh, der hat doch dann, was hat der? Mann und Sieber. Auch ja. Ein toller Kollege, der moderiert jetzt die Mitternachtsspitze. Genau. Ja, genau, stimmt. Er moderiert die Mitternachtsspitze. Und mit in der Auswahl war Hagen Räther, mit dem ich mir dann den Preis teilen musste. Der am Klavier sitzt mit dem Zopf. Großartiger Künstler. Hagen Räther ist fantastisch. Der vorher nur bei Stratmann Klavier gespielt hat und dann irgendwann anfing zu spielen. Was ich bei dem gut finde, ist diese Nachdenklichkeit im Humor, dieses Fragenstellen. Das ist ja schon gar kein Humor mehr. Das ist ja eigentlich schon fast philosophisch. Hagen ist auch eine geile Drecksau. Ich weiß, es gab die Gala zum Pri-Pantheon vor einigen Jahren in der Oper in Bonn. Und da ist er aufgetreten und da hat er nur Klavier gespielt. 1,5 Minuten. Und hat kein Wort gesprochen. Und ist dann einfach vor der Bühne gegangen. Ja, dem ist das wirklich. Dem ist alles scheißegal. Das finde ich auch so großartig. Du kannst dir diese ganzen Liebe-Dinger, kannst du dir heute vom 1. bis, ich glaube mittlerweile sind wir bei Liebe 8, kannst du dir alles anhören. Es ist immer noch fantastisch. Ja, auch großartig. Wie er dann teilweise so irgendwie so plötzlich Lieder aus dem Hut zaubert oder so. Otto Schily hatte Blümchensex mit Tieren. Einer der Kollegen, über die ich übrigens sehr lachen kann, einer der wenigen Kollegen, über die ich sehr lachen kann, ist Matthias Eggersdörfer. Ah, das ist der mit der Halbglatze vorne, ne? Das ist der Halbglatze, der immer ein bisschen bayerisch, ne? Normt. Ja, der. Und der die Leute immer anschaut. Was lachst du so blöd? Ja, der Eggersdörfer. Großartig. Und der macht halt diese Fantasiegeschichten, wenn er sagt, da war ich als Kind, habe ich ausprobiert, wie die Ameisen aus dem einen Loch rauskommen und aus dem anderen Loch wieder reingehen. Und da habe ich ein Bonal genommen und habe es ins eine Loch getan, um zu gucken, ob es in anderen Loch Leute rauskommen. Und dann ins andere Loch auch. Und dann sagt die Mutter, wir müssen einkaufen, und dann schreit er die Mutter sagt, nein, ich kann gerade nicht, ich muss ja mit den Arbeiten abprobieren. Also da muss ich wirklich kotzig vor lachen, wenn ich das sehe. Matthias ist auch ein sehr guter bildender Künstler übrigens. Der kommt ja aus der bildenden Kunst. Mhm. Es gibt viele Unterhaltungskünstler, die sich auch so im, also zum Beispiel Dieter Nuhr fotografiert, ja. Ja. Reinhard Grebe ist Theaterregisseur, hat am Theater in Jena gearbeitet. Mhm. Also gibt es einige, aber wir wollten ja bei den Schlechten bleiben. Was ist denn in der jüngsten Generation gerade los? Felix Lobrecht hatten wir. Den finde ich gut. Ich finde den eine gute Art zu erzählen. Er hat was Einzigartiges und das finde ich sehr gut. Die Kunst der Pause beherrscht er perfekt, finde ich. Finde ich auch. Das ist Timing sehr gut. Ingmar Stadelmann. Der ist bissig streckenweise, streckenweise, aber auch beliebig, aber eigentlich einer schon von den besseren, finde ich. Ich finde auch, dass Ingmar sehr sich gemacht hat und am Anfang so ein bisschen auf Anarcho war und mittlerweile so eine Confrontier-Art hat, die aber was Teuflisches in sich führt. Ja. Und ich finde, ein guter, kein Newcomer. Ingmar macht das ja auch schon Ewigkeiten. Ne? Abdel Karim? Finde ich auch immer besser. Ich finde, der ist auch nicht übel. Ja. Er kommt auch immer mehr so, also viel von dem, was er macht, ist immer noch auf diesem Ethno-Ding. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, also da finde ich allein diese ganze Delivery gut. Ja, und die Spontanität, die ja auch immer mit drin steckt. Wen ich überhaupt nicht ab kann, ist übrigens, obwohl es auch Kollegen sind, die ich schätze, aber es ist das Ensemble von Die Anstalt. Uthoff ist ganz schlimm. Uthoff ist so arrogant und besserwisserisch und tendenziös. Ja, schon sehr belehrend alles. Ich fand dieses alte Anstalt-Ensemble auch um Längen fand ich auch besser. Also mit Priol und Schramm natürlich. Ja, Schramm natürlich. Schramm war ein Genie. Ja. Das war unfassbar. Was haltet ihr denn von Sträter? Ich muss sagen, ich liebe Sträter. Ich finde seinen Wortwitz auch großartig, brillant. Ja, ich finde Sträter einen ganz, ganz tollen Menschen. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen. Ein wahnsinnig netter Typ. Die Kunst des Abschweifens beherrscht er. Er ist Poetry Slammer. Für mich ist er kein Comedian. Ja, er ist so eine Mischung aus Poetry Slam und hat aber eben auch sehr diese Jochen Malmsheimer. Aber man muss auch da, ja gut, Jochen Malmsheimer ist nochmal eine andere Liga, aber er macht sich, finde ich, also es wird, ich finde, mehr Zugang zu ihm. Er hat eine tolle Stimme, er hat eine tolle Art zu erzählen. Aber ich muss sagen, kennt ihr das Gipfeltreffen auf MDR? Mit Johann König, Olaf Schubert. Und da muss ich sagen, also ich bewundere sowieso Olaf Schubert total, weil ich habe mit ihm auch Sendungen gemacht und dieser Typ ist ein Feuerwerk. Wo der das herholt immer, ne? Ja. Und acht Ecken rum und immer. Er redet um acht Ecken und du merkst in dem Moment, das ist nicht aufgeschrieben. Mhm. Und es ist sowieso ein ganz lieber Mensch, aber auch ein wahnsinnig guter, kreativer Geist so. Mhm. Und sehr loyal übrigens, einer der loyalsten Kollegen, die ich kenne. Aber da finde ich zum Beispiel beim Gipfeltreffen, ist mir Sträter zu gewollt. Das ist mir zu berechnend, wie er da ist. Johann,
der immer, der Johann ist ja wirklich schüchtern. Der macht ja auch den Verschmitzten, ne? Ja, und der räumt dann so leise ab. Ja. Der sitzt dann und dann setzt er ganz am Ende nochmal einen drauf. Ja. Das finde ich eigentlich sehr klug von Johann, sich dann so still zu halten. So, Jungs, jetzt. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Meine Lieblingsszene in diesem Gipfeltreffen ist, wie Johann König an einer Stelle dann in diesem Sessel sitzt und sagt: Habt ihr früher auch dieses Spiel gespielt, wo man Nacktschnecken in eine Badewanne getan hat und dann musste sich einer reinlegen, aber der durfte dann keine Erektion kriegen? Und der sagt das mit dieser Lapidarität und diesem etwas Zaghaften. Es ist fantastisch. Mein Doppelpartner. Wir spielen nächstes Jahr im Doppel um die Clubmeisterschaft. Ich bin sehr gespannt. Johann ist eine richtige Drecksau auf dem Tennisplatz. Das passt doch, dann passt auch wunderbar hier. Jetzt werde ich euch die Gehörgänge leer spülen. Mal Strom, heißt die Band. Jetzt festhalten, am Lachen vorbei, bitteschön. So, durchgespült. Das hört sich an, als wäre es in der Anwaltskanzlei von Ines Agnoli produziert worden. auf jeden Fall sehr schöne Musik. Danke für diesen kleinen Eingriff ins Hirn. Andreas Thiel ist ein Schweizer Comedian mit einem Irokesenschnitt. Nicht zu verwechseln mit Sascha Lobo, der Naturcomedian ist, ohne lustig zu sein. Der eher so in die rechte Ecke geht. Rechte Comedy ist ja auch etwas Neues, ne? Tim Kellner zum Beispiel. Ja gut, ich weiß halt nicht, wie groß da die allgemeine Bekanntheit ist von dem. Kenne ich nicht. Andreas Thiel? Andreas Thiel. Tim Kellner kenne ich auch nicht. Tim Kellner kennst du nicht? Nee. Ah, dann musst du unbedingt mal auf YouTube Tim Kellner googeln. Das ist sowieso nochmal so eine andere Geschichte, die jetzt aufkommt. So, Tim Kellner ist ja so zur Hälfte satirisch unterwegs, aber auch zur anderen Hälfte so Meinungsblogger. Also diese Comedy oder dieser Humor, der auftritt in einer Form von Privatleuten. Also Hybrid-Comedy würde ich jetzt nennen, wozu auch Jan Böhmermann gehört, meiner Meinung nach. Ja, aber also diese Form von Comedy, die jetzt so, die praktisch aus dem Wohnzimmer kommt. Ja, oder die Mischung ist aus investigativem Journalismus und vorgegaukelter Satire. Ja. Also wo man sagt, eigentlich ist es Satire dann, wenn es Leuten wehtut, aber wenn es mir gut tut, dann nenne ich es Journalismus. Ja, da sind wir dann schon hier im Bereich von Leuten wie Jan Böhmermann. Keine Ahnung, wen du meinst. Stermann und Grissemann, Österreich, dürfen wir nicht vergessen, Josef Hader, Alfred Dorfer, großartige Kollegen. Alfred Dorfer ist auch echt nicht übel. Ja, und ist ein Schauspieler. Josef Hader ist ein hervorragender, begnadeter Schauspieler. Ja. Da fällt mir Heinz Strunk ein, weil das hast du, Jürgen, mir damals empfohlen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja. Studio Braun. Ja, den Kinofilm. Immer nie am Meer. Immer nie Grissemann, am Meer. Stermann und Heinz Strunk. Ah, doch, da habe ich den Trailer. Das ist einer der lustigsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Aber ich finde Heinz Strunk insgesamt auch echt nicht übel. Mit Heinz Strunk habe ich ein Jahr lang Sendung auf Fritz damals gemacht. Ja. Damals nannte er sich noch Jürgen Dose, kannte niemand. Und da hat er schon viele seiner Texte vorgelesen vor Publikum, also die Hörer waren zum Teil, die einen fanden ihn genial, die anderen waren ratlos ob seiner Texte. Aber ein ganz fantastischer Typ. Moritz Stermann und Grissemann für mich auch sehr, sehr lustig. Absolut, beide. Ja. Mit den beiden hatte ich auch zu tun. Ja, die hast du hier gemacht, das waren Vorvorgänger von mir. Ne? Genau, ja. Das war diese Hybrid-Comedians, zum Beispiel auch Nils Ruf, würde ich sagen, ist ein Hybrid-Comedian. Ja. Die haben ja irgendwann so den Markt überflutet, ne? Also Anarcho-Comedy immer populärer wurde, Straßeninterviews, Elton ist zum Beispiel für mich auch ein Hybrid-Comedian. Ist das, ich würde jetzt gerne, weil wir kommen dem Ende immer näher, jetzt nicht nur hier mit der Blauen Stunde prinzipiell, sondern auch heute, wo ist die Demarkationslinie? Wann hat es angefangen, ein Politikum zu werden, das zu sagen, was lustig ist und das sagen zu müssen, was gefällig ist? Das ist vielleicht so, würde ich sagen, so 6-7 Jahre her. Ja, das ist noch eine relativ frische Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so mit den Punkten der Terroranschläge und der Flüchtlingssituation damals, dass es ab dem Punkt angefangen hat zu kippen, weil dort dann auch die sozialen Netzwerke, auch empirisch mehr untersucht, eine immer größere Rolle anfingen zu spielen in der Art und Weise, wie wir miteinander debattierten. Und da hat sich das dann, glaube ich, so nach und nach immer mehr niedergeschlagen. Ja, also ich könnte das jetzt zeitlich nicht genau sagen, aber wir können ja mal zurückgehen und denken darüber nach, bis wann ging es eigentlich? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel Kamikaze nehmen, ne? Die Sendung von Nils Ruf.
wo eine Frau auf dem Boden auf einem Teppich vor ihm lag, das sogenannte Kamikätzchen, und er sie während der Sendung gefüttert, gestreichelt, in irgendeiner Form sich lustig gemacht hat über sie. Später auch auf Sat.1 Gold, glaube ich, mit seiner Late-Night-Show. Ich finde übrigens, dass Nils Ruf ein sehr guter Late-Night-Host war. Es tut wirklich weh, dass diese Sendung nicht so viel Erfolg hatte. Aber auch da, er hat eine Frau als Gast, ich weiß gar nicht, ist sie Pornodarstellerin, und dann öffnet er eine Flasche Sekt und spritzt sie erstmal voll. Ich habe das auch mal gemacht bei Nils Ruf, bin dafür hier beschimpft worden von Tommy Wosch. Aber das ging damals. Das war damals mindestens... Nee, bei Kurt Krömer hast du es, glaube ich. Ja, genau. Das war mindestens für uns damals lustig. Oder ich war bei Stefan Raab und habe, ich glaube, 30 Mal Fotze gesagt. Ja, und guck mal, das war ja, also so in den 80er Jahren war Roberto Blanco einmal bei Wetten, das zu Gast, hat dann irgendwie einen Spruch gemacht und das wurde dann gekonnt vom Moderator mit dem Spruch, so, jetzt benimm dich, sonst musst du zurück in den Busch. Ehrlich? Ja, und Roberto Blanco lachte. Wie auch übrigens, was nicht als Zustimmung zu verstehen ist. Also Jürgen, was denkst du, wo ist die Demarkationslinie gewesen? Ab wann fing Political Correctness an, sich in die Hirne der Comedians einzuschleichen? Ich glaube, das hat ganz viel mit Twitter zu tun. Ja, guter Aspekt. Twitter sozusagen zunächst der Mülleimer für Meinungen, dann irgendwann das Flaggschiff für Meinungsführende, die glaubten, Meinungsführende sein zu müssen. Ja, und dann die Plattform der Empörung. Und dann die Plattform der Empörung, ja. Und damit ging das eigentlich erst los. Und ich möchte unbedingt eins mal loswerden hier als alter weißer Mann. Also schon die Formulierung macht mich wütend, weil ich habe mir weder das Alter, weder das Alter noch die Hautfarbe noch mein Geschlecht ausgesucht. Es ist halt einfach so. Und da gibt es diese Kabarett-Sendung Ladies Night, wo nur Frauen auch heißt die Ladies Night. Ja, mit Gerburg Janke. Ja, die ich zum Teil wirklich auch sehr lustig finde. Aber dort werden sozusagen über Männer in einer Art und Weise Witze gemacht. Wenn Männer in derselben Art und Weise Witze über Frauen machen würden, würde man sie an die Wand stellen. Ja, da gibt es einiges. Aber das ist ja die Selbstbehauptung, so wir drehen jetzt mal den Spieß um. Ja, genau, aber dann bitte gleiches Recht für alle. Mhm. Und nicht... Wo wir bei Männer- und Frauenkabarett sind oder Comedy. Mario Barth, der jahrelang davon gelebt hat, zu sagen, Männern zu erzählen und Frauen, wie Frauen sind oder auch nicht sind. Entschuldigung, kriege ich echt einen Arsch. Hämorrhoidenkrise gerade. Du sitzt auf so einem Hocker. Ja, ist das auch etwas, was heute nicht mehr geht? Oder ist das schon eine Entwicklung, die nachdem es geht nicht mehr kommt? Er macht es ja immer noch. Also in der Beziehung scheint es ja noch zu gehen. Mhm. Aber es ist ein einziges Repetitorium letztlich. Ja. Ne? Es ist immer dasselbe. Ja, und es ist halt auch so dieser... es ist halt ziemlich auch anspruchslos. Ne? Es ist eigentlich Comedy, die von ihrem Publikum nichts will. Unterhaltung, die von ihrem Publikum nichts will. Oder das Publikum will nichts vom Comedian. Doch, Bespaßung, aber halt auf einem relativ niedrigschwelligen Level. Halt irgendwie, das ist so generell irgendwie für alle vereinbar. Da geht es um Alltagssituationen, die mutmaßlich jeder kennt. Das ist so ein bisschen, hoho, ja, wir Männer sind halt wir Männer und die Frauen sind halt irgendwie da die komischen Frauen da, die Blödsinn machen und so. Also eine Ebene, die durchaus ihre Berechtigung hat. Also ich muss sagen, auch wenn ich Mario Barths Comedy nicht lustig finde, muss ich anerkennen, dass er eine sehr gute Technik hat. Ja, er ist ein super Performer. Große Seele zum Lachen bringen, er hat ein sehr gutes Timing. Ich muss auch wirklich manchmal lachen, trotz alledem. Ja. Aber was mir bei ihm auffällt, er beherrscht die Kunst des Zeitschindens. Genau. Ne? Immer, kennst du da wieder, zack, warte. Moment, nicht jetzt, Moment. Und dann das ist geil. Wenn wir jetzt Florian hier hätten, ne, der könnte uns jetzt die restliche Sendung einfach... Florian ist auch zum Beispiel einer der unlustigen Comedians. Der verkleidet sich, spricht mehrere Akzente und sagt letztendlich nichts, was von Belang wäre. Nein, Florian, habt ihr die Show von ihm mal gesehen eigentlich? Fernsehen? Fernsehen oder... Ich war bei ihm im Programm sogar. Und wie war's? Ich fand's fantastisch. Es ist gut geworden. Ich fand's wirklich fantastisch. War früher nicht so gut wie heute. Mag sein, aber ich habe dieses Neustart gesehen, das war noch in der Corona-Zeit, ist also schon eine Weile her, und ich fand's vom Aufbau ganz toll, dass die erste Hälfte so praktisch so ein tagespolitischer Abriss war und in der zweiten sich dann tatsächlich eine Art Geschichte herauskristallisierte. Ja. Auch die Tour, die er mit, wie hieß er denn? Steinbrück. Mit Steinbrück gemacht hat. Das war die Idee war super, ja. Also ich fand Florian früher immer etwas zu prätentiös. Auch das mit dem Anzug und dieser Harald Schmidt für Hartz-IV-Empfänger.
Aber ich finde, das heißt jetzt übrigens Bürgergeld. Das hat sich sehr geändert. Er ist heute, also was heißt, ich bin ja, maß mir jetzt mal an, über ihn zu urteilen, obwohl ich ihn ja sehr, sehr schätze. Aber ich finde mittlerweile seine Comedy ist es ja nicht, ist ja Kabarett. Finde ich viel, viel besser und sogar auch gut. Ja. Jetzt mal eine Frage an euch beide. Wollen wir noch mal 2 Minuten Musik zwischenschieben oder reden wir jetzt noch 11 Minuten durch? Nee, wir schieben 2 Minuten Musik dazwischen. Ja. Haben wir über irgendwen noch nicht gesprochen? Können wir in der Zeit überlegen? Das ist Randy Newman, Love and Be Happy. So, jetzt müssen wir uns sputen. Also. Das ist so Showtreppenmusik, ne? Ja, wo wir so viel über andere gesprochen haben. Warst du, Jürgen, schon mal in einem Programm von mir komplett? Na, selbstverständlich. Im Tempodrom zum Beispiel. Und du? Ich war letztes Jahr im Tempodrom. Einmal nur oder mehrfach? Einmal. Dann war ich in Cottbus damals, wenn dich erinnerst. Eine Mixed Show. Genau, wo du mehr oder weniger Florian kennengelernt hast, weil ich euch beide im Auto mit zurückgenommen habe. Ja, vorher schon lange. Ja, da habt ihr euch verbrüdert. Das muss ich schnell erzählen. Die beiden Herren saßen hinten in meinem Auto und haben sich eine Pulle Wein reingezogen, sich unterhalten, haben mir sowohl die Gläser als auch die Weinflaschen im Auto hinterlassen und ich durfte die Herren chauffieren. Mhm. Das war widerlich, war das. Ist das, was ich mache? Ja. Würdest du sagen, ist Comedy? Nein. Nee. Weil es ist ja erstmal spontan. Du machst es ja, was keiner glaubt, das, was du machst, machst du ja spontan. Du überlegst dir ja eigentlich erst, so habe ich es zumindest aufgefasst, so, wenn du auf der Bühne stehst, was du eigentlich erzählen willst. Ja, ist so. Du erlebst mich auch vorher, ich bin ja vorher ganz normal in der Umkleide, ne? Bis eine Sekunde bevor Beginn. Also ich würde auch nicht sagen, dass es Comedy ist. Es war früher etwas näher an diesem, also ich hatte immer das Gefühl, dass das, was du machst, ein Spielen von Comedy ist. Hm. Also du spielst dieses Comedy-Ding nach, aber in Wirklichkeit ist es Theater. Was würdest du nicht mögen an mir, wenn du mich nicht mögen würdest? Was würdest du mir vorwerfen? Was mache ich schlecht? Oder du, Jürgen? Fäkalwortschatz übertrieben. Okay. Ja. Zu vulgär? Ja, manchmal. Und vor allem teilweise vielleicht in dieser Vulgarität sehr repetitiv. Ja. Es geht ja immer nur viel das Wort, was mit Z endet. Ja. Ne? Und sich daran ergötzen, dass die Leute so ho, ho, ho machen. Was ich allerdings wieder gut finde, dass du richtest ja deine Texte nach dem aus, wie das Publikum reagiert. Wenn dir es zu lahm ist, provozierst es. Mhm. Wenn es dir gut gefällt, dann bedienst du sie manchmal auch mit dem, was sie hören wollen. Das ist schon also so, wie meine Biografie heißen wird, wenn Benzi schreibt, die Fotze als Mittel zum Zweck. Genau, so ungefähr, oder? Wir stoßen uns an der Fotze gesund. Ja. Anzeige ist raus. Ne? Anzeige ist raus. Das ist ja auch ein guter Titel. Wir wissen auch, welche Kanzlei. Kommen wir jetzt noch zu den... Eine Sache, die ich bei dir, ich möchte an dieser Stelle, wollen wir dir mal, wo wir ja fast durch sind mit dieser Sendung, ein bisschen Honig ums Maul spielen. Meine absoluten Lieblingsstellen in deinem Programm sind, wenn du dem Publikum seine Reaktion nochmal reindrückst. Ja, das sind die schönsten Momente. Ja. Wo also wenn es umkehrt und ich sage, ihr habt gelacht, dann meinte ich das nicht ernst. Genau, oder generell, wenn sie in irgendeiner Form, wenn Gesinnungsapplaus kommt und du es ihnen aufs Brot schmierst, dass sie nur Gesinnungsapplaus abgeben. Weißt du, was meine Lieblingsstelle ist? Die wiederhole ich auch tatsächlich deswegen gerne. Das ist, wenn ich auf einmal eine längere Passage auf Türkisch spreche und das Publikum sich splittet in die Türken, die das verstehen, aber auch das Deutsche verstehen, und die Deutschen, die das Deutsche nur verstehen und plötzlich ausgegrenzt werden. Das ist auch geil. Und ich sage meistens auf Türkisch, ach guck mal, diese Idioten wollen von uns seit 40 Jahren, dass sie uns integrieren, und kaum spricht man mal eine andere Sprache, da gucken sie ganz doof aus der Wäsche. Und die Türken lachen sich kaputt. Und dann sage ich auf Türkisch, wenn ich aber jetzt solche Schlüsselwörter einbauen würde wie Dschihad oder Allahu Akbar, das verstehen die dann natürlich, dann scheißen sie sich sofort in die Hose. Na gut, aber ich glaube auch, dass ich nicht wirklich, was gefällt mir an mir nicht? Gute Frage. Das ist ein gutes Schlusswort, weil... Nee, wir müssen dann. Wir haben eine Heute-Show, Teddy Tech. Aber die Sendung ist zu Ende. Dann lass mich eine Woche lang drüber nachdenken und oder die Leute können es uns schreiben. Marlene Diedichallee 20 14467 Potsdam. 82 14482. Laughing out loud ist jetzt die Endstufe der political correctness, der politisch korrekten Comedy, nämlich Comedians,
Die versuchen nicht zu lachen. Und vor allem dabei aber versuchen lustig zu sein. Ist das lustig, ist meine Frage an euch zum Schluss. Ich fand die erste Staffel ganz lustig, weil es neu war. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Es hat sich schneller totgelaufen als Che Krömer. Ja. Ja, und es sind vor allen Dingen Comedians, die ein Best-of ihrer sowieso schlechten Witze nochmal spielen. Und ich frage mich, wie man darüber lachen soll. Als Kollege, der es kennt, schon gar nicht. Ja, es geht ja um die Qual, es gerade nicht zu dürfen. Ja. Ich finde es auch schrecklich. Also ich fand auch nicht die erste Staffel gut, ich finde auch nicht die letzte Staffel gut. Von mir aus könnte es im Erdboden versinken vor Scham. Weil wenn das lustig sein soll, wenn das in Deutschland das ist, worüber wir lachen, dann danke Merkel, armes Deutschland. Das war's. Die blaue Stunde ist zu Ende. Wir haben heute viel gelästert. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Aber manchmal muss man eben auch, das haben wir jetzt von der AfD gelernt, Klartext sprechen, weil sonst arbeitet man den falschen Leuten in die Hände. Tschüss, bis Sonntag nächste Woche. Tschüss, ihr beiden. Radio 1. Nur für Erwachsene.